Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Next und ich liebe Coaching. In diesem Video erklärt der wohl berühmteste Coach der Welt, Tony Robbins, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Egal in welchem Lebensbereich. Denn Erfolg ist laut ihm eine Wissenschaft. Das heißt, es gibt bestimmte Schritte, die jeder Mensch gehen kann, unabhängig von seinem Alter, Geschlecht, Herkunft und allen anderen Dingen. Jeder Mensch kann diese Schritte gehen, um erfolgreich zu sein. Du bekommst hier in diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deine Ziele zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Und ganz zum Schluss dieses Videos kommt eine echte Knallerfrage. Bleib bitte bis zum Schluss dran, das kann dein komplettes Denken über Erfolg und somit dein komplettes Leben verändern. Ich wünsche dir viel Spaß. Wissen ist nicht Macht. Wissen ist potenzielle Macht. Wissen wird nur zur Macht, wenn es jeden Tag angewandt wird. Wenn du dein Leben wirklich verändern möchtest, dann lass nicht zu, dass das, was du gelernt hast, einfach nur zu Wissen wird. Dann wirst du zu einem Idioten. Das, was du gelernt hast, muss zu Handlungen werden. Dann kannst du reich werden. Finanziell, gesundheitlich, emotional, spirituell. An diesem Punkt meines Lebens kann mich nichts mehr überraschen. In allen Kulturen, in denen ich schon unterwegs war und mit denen ich gearbeitet habe, wir haben alle dieselben Bedürfnisse. Ich gebe nicht so viel auf Kultur. Mir geht es um jedes einzelne Individuum. Und einer Frage bin ich dabei immer nachgegangen. Was führt zu einem echten Unterschied im Leben eines jeden Einzelnen? Warum machen manche Menschen so wenig aus ihrem Potenzial, obwohl sie alle Vorteile haben? Und warum performen manche Menschen auf dem höchsten Level, obwohl sie so benachteiligt wurden? Und warum geht es manchen Menschen miserabel, obwohl sie doch alles erreicht haben, wonach sie sich jemals gesehnt haben? Wie viele von euch kennen jemanden, der eigentlich alle Gründe hätte, dankbar für sein Leben zu sein? Und er ist es aber nicht. Er ist frustriert und angepisst. Und das passiert immer öfter in dieser Welt. Und für mich ist das kein Erfolg. Wenn du erfolgreich bist, aber nicht erfüllt, dann ist das kein Erfolg. Denn wenn du nicht erfüllt bist, dann hast du anderen Menschen auch nicht viel zu geben. Das Problem ist, wenn du so lernst, wie wir es alle ursprünglich mal getan haben, dann hat es dich auf eine ganz spezielle Welt vorbereitet. Wir saßen passiv da und sollten Informationen aufsaugen. Und dann kam die Schulglocke und was haben wir dann gemacht? Sollten wir da mit unseren Nachbarn reden? Diskutieren? Nein, wir sollten einfach die Klappe halten. Und wenn du heute Business machst und nicht mit deinem Nachbarn redest, dann kannst du es vergessen. Wenn du auf jemanden wartest, der dir sagen soll, was du zu tun hast, dann ist es vorbei. Deine Wettbewerber werden dich überholen. Wir leben also in einer ganz anderen Welt. Und hier ist das Problem. Du lernst immer noch auf die Weise, die dir damals beigebracht wurde. Versteht mich nicht falsch, ihr seid alle toll und nett, aber ihr sitzt gerade wie damals da und saugt passiv Informationen auf. Und lasst mich kurz erklären, warum dieses Verhalten schwierig ist. Wie viele von euch waren mal in einer Umgebung, wo ihr wirklich, wirklich etwas gelernt habt? Es könnte eine Universität gewesen sein, ein Seminar, eine Tagung und du hast wirklich etwas gelernt, wo du der Überzeugung warst, das ist mega nützlich. Es war nicht so etwas, wo du da gesessen hast und jemand hat versucht, dir irgendwas zu verkaufen, sondern es war richtig nützlich für dich. Wo du dir gedacht hast, wow, das wird mein Business verändern, das wird mein Leben verändern. Und es war richtig spannend für dich. Und dann bist du nach Hause gegangen und hast nicht eine Sache umgesetzt, die du gelernt hast. Bei wem war das mal so? Oder bei wem war das vielleicht sogar öfter mal so? Und wer von euch fühlt sich jetzt immer noch intelligent? Wisst ihr, ich habe das in meiner Vergangenheit auch so gemacht und mich dann gefragt, was ist das Problem? Wieso ist das so? Wie kann ich auf der einen Seite so ein Typ sein, der sich dazu verpflichtet, seine Zeit, sein Geld, seine Energie in all diese Events und Seminare zu stecken, hart zu arbeiten, all die Sachen mitzuschreiben und dann setze ich sie nicht um? Und das ist, weil ich in einem passiven Zustand gelernt habe. Weil wenn du da jetzt so sitzt, versteh mich nicht falsch, es ist nichts falsch daran, aber an wie viel werdet ihr euch noch erinnern?
Wenn ich euch jetzt aber frage, wo wart ihr an 9/11 am 11. September und ihr seid nicht mal Amerikaner, wie kann es sein, dass ihr euch alle an diesen Moment erinnert, als die Flugzeuge in die Hochhäuser gecrashed sind? Wisst ihr noch, wo ihr wart? Wer von euch kann sich noch an jedes einzelne Detail erinnern? Und jetzt sag mir mal, wo du am 8. September warst. Weißt du, warum du dich daran nicht mehr erinnern kannst? Weil Informationen ohne Emotion werden selten lange abgespeichert. Wenn du genügend Emotion mit dem 8. September verknüpft hast, du hast eine spezielle Person getroffen, an einem speziellen Ort und du hattest eine ganz spezielle Erfahrung, dann wirst du dich vielleicht daran erinnern. Denn du hast eine ganz andere Menge an Emotionen, die damit verknüpft ist. Wenn du jetzt auf die klassische Art und Weise etwas lernst, dann gibt es nicht genügend Verknüpfung mit einer Emotion in deinem Nervensystem. Und wenn es nicht genügend Emotion gibt, dann ist nicht genügend Energie da. Wenn es nur eine Sache wäre, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein, denn ich verschwende meine Zeit und ihr verschwendet eure Zeit, wenn wir einfach so weiter nur darüber reden würden. Es ist vielleicht interessant, durch die ein oder andere Strategie zu gehen. Du denkst dir vielleicht, oh, das hört sich interessant an und schreibst es dir auf. Aber auf diesem Level deiner Energie passiert Folgendes. In dem Zustand, in dem du beim Lernen bist, dieser Zustand wird verknüpft mit dem, was du lernen willst. Also, wenn du hier sitzt und du machst es dir gemütlich, dir macht es Spaß, du sagst dir, wow, das ist ganz gut, ganz interessant, das könnte echt viel wert sein. Oder du denkst dir, Mann, hat der große Zähne da vorne. Oder an was auch immer du gerade in deinem Kopf denkst. Wenn du das Ganze in einem passiven Zustand machst, dann passiert später Folgendes. Wenn du dir sagst, ja, ich werde das wirklich umsetzen, ich werde es möglich machen, dann hast du keine Energie dafür. Und je weniger Energie du hast, desto weniger wirst du neue Sachen umsetzen. Kannst du das nachvollziehen? Und jetzt sagen manche Leute aus meinen Seminaren, ja, aber Tony, ich bin hier seit 2 Tagen. Es ist cool, mit dir hier zu sein, aber es ist spät am Abend und ich bin ein bisschen müde. Und was ihr verstehen müsst, wenn ihr ein Geschäftsmann sein möchtet, einer, der professionell ist oder jemand, der der Beste der Welt sein möchte in dem, was er tut, dann hat für euch nichts mehr Wert als Energie. Nichts bewegt sich ohne sie. Und je niedriger eure Energie ist, desto mehr fällt alles zusammen. Je höher die Energie, desto mehr kannst du erschaffen. Energie hat nichts zu tun mit dem Alter, mit dem Essen, Schlaf. Nein, es kommt aus deiner Psychologie. Ohne Energie ist alles andere, worüber wir hier geredet haben, eine echte Zeitverschwendung. Also müssen du und ich einen neuen Standard etablieren. Ein Energiestandard. So viele Leute kommen zu mir und sie wollen die verschiedensten Sachen von mir. Mach mich reich, mach mich glücklich, gib mir mehr Sex, stell sicher, dass ich mega selbstbewusst bin, bring mein Business um 100% zum Wachsen. Das Ganze innerhalb von ein paar Stunden. Los, mach was draus. Jetzt kommt die Wahrheit. Und sag mir gerne, wenn ich falsch liege. Wenn ich all die Sachen nehmen würde, von denen ihr mir berichtet, dass ihr sie haben wollt, und ich erschaffe daraus ein neues, tieferes Konzept von den Sachen, die ihr wirklich wollt. Denn ihr wollt nicht nur diese individuellen Sachen, wie Gewicht verlieren, mehr Energie, mehr Geld, eine Beziehung. Wie viele von euch würden mir zustimmen, wenn ich euch sage, das, was ihr wollt, ist eine bessere Lebensqualität? Egal wie gut dein Leben auch sein mag, du willst mehr. Mehr Freude, mehr Leidenschaft, mehr lebendig fühlen, mehr Erfolg, einen größeren Beitrag leisten. Wer würde mir da zustimmen? Und um diese außergewöhnliche Lebensqualität zu erschaffen, musst du sie erstmal für dich definieren. Was ist also eine außergewöhnliche Lebensqualität? Wie wäre ein außergewöhnliches Leben für dich? Es liegt nicht an mir, das zu definieren. Das darfst du für dich feststellen. Für mich bedeutet ein außergewöhnliches Leben ein Leben nach meinen eigenen Bedingungen. Wie würde es aussehen, ganz ohne zu übertreiben, ohne Bullshit? Wenn du dich jetzt selbst im Spiegel betrachten und sagen könntest, heilige Scheiße, guck mal, was ich da erschaffen habe. Schau dir das Leben an, das ich kreiert habe. Manche von euch können das sicherlich schon jetzt sagen. Ihr macht es vielleicht nur nicht oft genug. Aber ich weiß, ihr wollt mehr. Also lasst uns mal schauen, wie das möglich wäre. Ich würde sagen, es gibt 2 Meisterfertigkeiten, die dafür verantwortlich sind. 2 fundamentale Dinge, und schreib sie dir besser auf. Diese 2 Dinge musst du meistens tun,
um ein außergewöhnliches Leben zu führen, das auch langanhaltend ist. Das ist wichtig. Es ist nicht schwer, reich zu werden. Es ist schwer, reich zu bleiben. Und ich meine hier nicht nur finanziell reich, sondern emotional, spirituell, finanziell, beziehungsmäßig, all das, was uns reich machen könnte. Hier sind zwei Fähigkeiten, die es zu meistern gilt. Nummer 1, die Wissenschaft des Erfolgs. Und ich sage bewusst Wissenschaft, denn Erfolg ist eine Wissenschaft. Und jeder kann das lernen, egal wie alt du bist, wo du herkommst. Das Einzige, was dich limitiert, ist das, woran du glaubst. Aber wenn du die Wissenschaft dahinter erkennst, zum Beispiel, ich habe die letzten 4 Jahre damit verbracht, die 50 brillantesten Menschen zum Thema Finanzen zu interviewen. All die Menschen, die es nicht dem glücklichen Spermium-Club zu verdanken hatten, dass sie reich waren. Das sind also alles Menschen, die sich ihren Reichtum hart erarbeitet haben. Die haben mit nichts angefangen und Milliarden Dollar aufgebaut. Und ich wollte herausfinden, was ihre Gemeinsamkeiten waren und ob sie wirklich welche hatten. Und sie hatten welche. Und wenn du das umsetzt, was sie lehren, das habe ich übrigens auch in einem meiner Bücher festgehalten, wenn du das tust, dann gibt es keine Fragen mehr. Ich habe es selber angewandt, was ich die letzten 4 Jahre gelernt habe, und mein Nettovermögen damit verdreifacht. Was schon ohne die Verdreifachung ziemlich hoch war. Und es kam alles nur davon, dass ich umgesetzt habe, was ich gelernt habe. Ich bin zu den Erfolgreichsten auf dieser Erde gegangen und Erfolg hinterlässt Hinweise, hinterlässt Spuren. Habe herausgefunden, was sie alles so gemacht haben, habe es dann selbst gemacht und jetzt bringe ich es anderen Leuten bei. Hier kommt der zweite Punkt. Euer Körper. Wir sind alle einzigartig von unserer Biochemie her. Aber auch nicht so einzigartig. Es gibt manche fundamentale Sachen, die mit unserer Gesundheit, Vitalität und Energie zu tun haben, die folgen bestimmten Gesetzen. Und wenn du diese Gesetze brichst, dann wirst du weniger Energie haben und wirst krank. Wenn du mit diesen Gesetzen im Einklang bist, dann wirst du eine enorme Energie entfalten können und du wirst ein außergewöhnliches Leben führen, weil du die Energie hast, die das Ganze möglich macht. Aber es gibt eben bestimmte Regeln, bestimmte Gesetze, die man befolgen muss. Ansonsten zahlst du halt den Preis dafür. Ob dir das gefällt oder nicht, das spielt dabei gar keine Rolle. Das, woran du glaubst, spielt dabei gar keine Rolle. Hier zählen die Regeln, die Gesetze. Alle, die jetzt hier in diesem Raum mit mir sind, ihr habt schon so unglaublich viel erreicht, weil ihr hier seid. Die Leute, die das hier am meisten brauchen, die kommen meist gar nicht. Die Leute, die hingegen schon erfolgreich sind, die wollen mehr. Und das ist der Grund, warum sie kommen. Lasst uns mal einen Blick darauf werfen, was es braucht, um erfolgreich zu werden. Ich erzähle euch jetzt einfach mal von dem, was ich glaube. Und ihr sagt mir, ob ich richtig bin oder nicht. Und vielleicht ist der beste Weg, um das festzustellen, es zu messen. Ich will, dass ihr jetzt an etwas denkt, das ihr in eurem Leben erreicht habt, das irgendwann mal schwer oder fast unmöglich für euch war. Etwas, was irgendwann mal wie ein Wunschtraum erschien. Aber heute habt ihr genau das. Vielleicht war das so etwas wie sein eigenes Business aufzubauen. Und nun führt ihr eins. Vielleicht wolltet ihr mit einer bestimmten Person ausgehen. Ihr wolltet sie küssen. Ihr wolltet mit ihr Liebe machen. Ihr wolltet sie heiraten. Und nun wacht ihr morgens neben mir auf und sagt, du schon wieder. Guten Morgen und das war's. Jetzt fühlt sich das alles so normal an. Aber irgendwann war es mal ein Traum. Unglaublich, unmöglich. Vielleicht wolltet ihr einen bestimmten Geldbetrag verdienen. Vielleicht war es irgendwas Simples. Als ihr jung wart, da gab es vielleicht ein Auto. Vielleicht habt ihr das heute auch noch. Dieses Auto war wie ein Symbol für euch für Freiheit oder Erfolg. Ihr wolltet es und es erschien unmöglich. Und dann hattet ihr es. Der beste Weg, um Erfolg zu kopieren, ist herauszufinden, wie ihr es in der Vergangenheit schon wart. Denkt also an diese Situation, die für euch irgendwann wie unmöglich erschien. Und jetzt ist sie in eurem Leben. Als es noch unmöglich erschien, was hat dazu geführt, dass es irgendwann mal möglich war? Denkt mal darüber nach, was habt ihr gemacht, was waren die Schritte, um das möglich zu machen? Ich würde sagen, dass es 3 fundamentale Schritte gibt, die jeder in diesem Prozess durchläuft. Und wenn wir diese erkennen, dann wissen wir, wie es funktioniert. Denn es hat ja schon einmal funktioniert und du kannst sie für alles andere genauso verwenden. So habe ich das in meinem Leben meistens gemacht. Also, der erste Schritt ist, und bitte sagt mir, ob das für euch wahr ist oder nicht. Nummer 1.
Ihr wurdet besessen von dem, was ihr wolltet. Das Ding, was ihr wolltet es nicht nur. Euer Hunger dafür wurde immer größer. Euer Verlangen danach wurde immer größer. Es war ein Hunger, der nicht wieder gegangen ist. Eine der meistgestellten Fragen an mich durch die Medien ist, gibt es ein gemeinsames Merkmal? Weil ich diese ganzen Multimilliardäre nun coache. Und sie sind nun meine Freunde, Leute wie Mark Benioff, der Salesforce.com von null aufgebaut hat. Und sie werden dieses Jahr 8 Milliarden machen. Und er machte das möglich, nachdem er aus einem meiner Seminare kam. Er sagte mir, du hast mich überzeugt. Ich verlasse meine Firma, ich werde dieses Business starten, ich werde nach den Regeln gehen, die du uns beigebracht hast. Er sagte, die Seite wird Salesforce.com heißen und ich werde 100 Millionen Dollar machen. Und damals war das viel. Jetzt sind sie bei 8 Milliarden und ich coache diese Leute. Um euch noch eine Idee zu geben, Sir Richard Branson, ein guter Freund von mir, er hat 400 Unternehmen und die aus den Medien fragen mich, was haben diese Leute gemeinsam? Was sie alle gemeinsam haben, ist Hunger. Ein Hunger, der nicht weggeht. Die meisten Menschen sind hungrig, weil sie sich unkomfortabel fühlen. Sie geben sich nicht mit dem zufrieden, wie es ist. Und sie versuchen das zu lösen. Sie versuchen Gewicht zu verlieren, um in den Bikini zu passen. Oder was auch immer es ist. Aber es hält nicht an. Bei den erfolgreichsten Menschen hier auf dieser Erde schon. Ich glaube, Intelligenz ist eine der Eigenschaften, die für einen Menschen am wertvollsten ist. Und sie kann entwickelt werden. Aber wie viele von euch kennen jemanden, der unglaublich clever ist, aber er schafft es nicht, sich aus seiner Papiertüte zu befreien, wenn er es müsste? Also er hat physisch so gut wie keine Kraft. Intelligenz ist also nicht genug. Was deine Fähigkeiten maximieren würde, ist dein Hunger. Also nimm irgendeinen Bereich, wo du erfolgreich warst. In diesem Bereich warst du langfristig hungrig, oder? Du warst hungrig, du hattest Verlangen nach etwas und du hast diesen Hunger nicht gehen lassen. Wie viele von euch können sich damit identifizieren, wenn ihr an dieses Objekt oder diese Situation denkt, die ihr irgendwann mal haben wolltet, die ihr unbedingt haben wolltet? Ihr wart getrieben, stimmt's? Und weil ihr so hungrig wart, habt ihr was gemacht? Dieser Hunger gab euch den Antrieb, etwas zu tun. Und das ist der zweite Schritt. Also, Punkt Nummer 2. Sobald dieser Hunger stark genug ist, wird er dich in Richtung Handlung ziehen. Du musst handeln, etwas tun. Massive Aktionen sind das Allheilmittel. Wir alle wissen es, aber wir haben es vergessen. Die Leute sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hey, versuch einfach alles. Ich weiß nicht, wo du anfangen sollst. Schmeiß einen Stein nach oben und wo auch immer er landet, da fängst du an. Die nächste Person, die an dem Stein vorbeiläuft, sprichst du an und sagst, hey, ich muss mit dir reden. Was auch immer es braucht, um dich ins Tun zu bringen, mach es. Was Leute aber oftmals denken ist, dass sie die Antwort schon wissen müssten, bevor sie ins Handeln kommen. Aber sie müssten eigentlich in die Handlung kommen. Und Schritt Nummer 2 hat wiederum 2 Schritte. Nummer 1 also, komm ins Handeln. Nummer 2, effektives Ausführen dieser Handlung. Wenn es dein Ziel war, lass uns sagen, einen Sonnenuntergang zu sehen und du fängst an, Richtung Osten zu rennen, um diesen Sonnenuntergang zu sehen, dann kommt es nicht mehr darauf an, wie positiv du eingestellt sein magst, wie sehr du daran glaubst, wie aufgeregt du bist. Du wirst auf keinen Fall einen Sonnenuntergang sehen, weil du die falsche Strategie hast. Wenn du also handelst ohne Ende und das, was du machst, funktioniert aber nicht, was solltest du dann tun, wenn du dieses große Ziel hast, wofür du brennst und dann funktioniert das aber nicht? Was machst du dann? Dann versuchst du halt was anderes. Und wenn das nicht funktioniert, dann versuchst du halt wieder was anderes. Dann versuchst du halt wieder was anderes. Ich gebe dir ein Beispiel. Wie lange würdest du im Durchschnitt einem Baby geben, um laufen zu lernen? Bis du sagst, stopp, bis hierhin? Das kannst du eben nicht, jetzt hören wir auf. Jetzt sagt ihr, bist du bekloppt? Meine Kinder sollen es so lange versuchen, bis sie dann irgendwann laufen. Das ist die Zauberformel. Versuch es so lange, bis es klappt. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie viele von euch lieben es zu singen, wenn niemand hinhört? Warum bist du dann zum Beispiel kein Sänger, keine Sängerin? Weil jemand dir sicherlich früher mal gesagt hat, das hört sich ja furchtbar an, halt deine Klappe, ist ja schlimm, mach das nie wieder, du bist eben kein Sänger, keine Sängerin. Und du hast ihnen geglaubt. Anstatt dass du deine Strategie veränderst, um singen zu lernen und Sänger oder Sängerin zu werden. Es gibt nichts, was du nicht erschaffen könntest, wenn du hungrig genug bist.
und bereit bist, massiv ins Handeln zu kommen und bereit bist, deinen Ansatz immer wieder zu verändern. Dann findest du einen Weg, um deine Handlung effektiv auszuführen. Es gibt einen Weg, um den ganzen Prozess zu verschnellern. Und das ist, jemanden nachzuahmen, der schon das Ergebnis hat, was du gerne haben würdest. Warum solltest du das Rad auch neu erfinden? Wenn du also eine Frau findest, die diese unglaublich schöne Beziehung mit ihrem Mann führt, die sich nicht ständig über alles aufregt, was er tut, wo es Liebe und Leidenschaft gibt, dann hatte sie kein Glück. Du musst einfach nur herausfinden, was hat sie gemacht, um das zu schaffen. Sie macht irgendwas anders als die Frau, die diese Beziehung nicht hat. Und was macht der Mann anders als vielleicht die meisten Männer? Denn wenn du diese Dinge herausfindest, dann findest du auch heraus, dass es kein Glück gibt. Es gibt etwas, was die Basis dieses Glückes ist. Wenn du herausfindest, was das ist, ins Handeln kommst und die Handlung effektiv ausführst, dann brauchst du nur noch eine Sache, damit du das bekommst, was du haben möchtest. Und das ist ein bisschen Segen. Manche Leute nennen es Gott, wiederum andere Glück, aber da gibt es eine erstaunliche Sache, die ich in meinem Leben gelernt habe. Je härter du arbeitest, je fokussierter du bist, je flexibler du bist, desto mehr Segen, mehr Glück erhältst du. Und du erkennst das Glück auch mehr in deinem Leben. Und wir können uns schon so glücklich schätzen, zu diesem Zeitpunkt auf dieser Welt geboren zu sein. Ich meine, es gibt keinen besseren Zeitpunkt und es gab niemals einen besseren Zeitpunkt, um ein Unternehmer, ein Selbstständiger zu werden, als jetzt. Es gibt mehr Ressourcen, die du nur mit einem Fingerschnipsen abrufen kannst, als jemals zuvor, seitdem wir Menschen hier auf dieser Welt leben. Und das kann jeden Aspekt deines Lebens verändern. Ich wette, du willst bereit sein, diese Chance zu nutzen. Aber es ist wirklich hart, diese Vorteile zu nutzen, wenn du all dieses Glück, all diesen Segen nicht siehst, der bereits existiert. Also, um erfolgreich zu sein, braucht es wirklich nicht mehr. Wie viele von euch sind diese drei Schritte schon durchgegangen? Wie viele von euch waren besessen von einer Sache? Ihr wusstet, was ihr wollt und ihr habt es nicht mehr losgelassen. Euer Verlangen ist gewachsen, eure Energie wurde mehr. Dann habt ihr gehandelt ohne Ende und ihr wusstet vielleicht nicht sofort, wie ihr das Ganze angehen sollt, was für Handlungen vollzogen werden sollen, aber ihr habt euren Ansatz öfter mal verändert und dann habt ihr Glück gehabt oder Segen erhalten. Und dann hat es funktioniert. Wenn ihr irgendwas in eurem Leben nicht habt, dann sage ich euch, geht zurück zum Anfang und folgt diesen drei Schritten. Das hört sich zu simpel an, ich weiß. Aber das ist alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein. In unseren Köpfen wird es immer so komplex, aber das ist es nicht. Und das ist der Grund, warum die meisten Menschen nicht erfolgreich sind. Sie bekommen Angst, weil sie es größer machen, als es ist. Und wie gesagt, man kann das Ganze verschnellern, indem man das tut, was ich mein Leben lang gemacht habe. Jemanden zu finden, der als Bester auf der Welt gilt, in dem, was er tut. Und all das Wissen aus ihm aufzusaugen. Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Tipp obendrauf. Weil, wie viele von euch kennen das? Ihr habt ein Ziel erreicht, wofür ihr euch sprichwörtlich kaputt gearbeitet habt. Und dann kam es euch so vor wie, ist das alles? Ist das alles, was es gibt? Wer hat sowas schon mal erfahren? Es ist echt eine brutale Erfahrung. Ich will lieber scheitern, weil wenn Leute wie ihr und ich scheitern, was machen wir dann? Wir akzeptieren kein Scheitern. Wir versuchen es dann einfach irgendwie anders. Verändern unseren Ansatz. Scheitern ist also besser, weil du immer noch die Möglichkeit hast, erfolgreich zu werden. Aber wenn du erreicht hast, was du willst und du bist nicht glücklich, das ist wirklich schlecht für deine Emotionen. Weil du hast dir den Arsch aufgerissen. Du hast es geschafft, aber du bist nicht erfüllt. Also die weitere wichtige Lehrstunde, die wir akzeptieren müssen, wo ich glaube, wenn du das wirklich verinnerlichst und das hier aus dem Ganzen, was ich gesagt habe, mitnehmen kannst, dann wirst du anfangen, dein Leben massiv zu verändern. Und ich sage das nach 39 Jahren Arbeit mit Menschen und Arbeit mit mir selbst, an mir selbst. Du musst die Kunst der Erfüllung meistern. Das hört sich wieder so simpel an. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe nicht Wissenschaft der Erfüllung gesagt. Denn es ist keine Wissenschaft. Denn was auch immer euch erfüllt, ist verschieden. Selbst wenn ich zwei beste Freunde habe, die sich ziemlich ähnlich sind, wird es trotzdem etwas anderes sein, was sie erfüllt.
Erfüllung ist eine Kunst. Schau dich mal um. Schau dir mal diese Welt an und sag mir, was ist es, was dein Licht zum Strahlen bringt? Weil wenn du das nicht weißt, dann wirst du Erfolg haben, aber du wirst nicht erfüllt sein. Und Erfolg ohne Erfüllung ist der ultimative Fehler. Du denkst aber wahrscheinlich, dass wenn du erfolgreich bist, dass du dann glücklich sein wirst. Und ich sage dir aber, sei glücklich, während du erfolgreich bist. Das hört sich jetzt so an, als würde man nur ein Wort verändern, aber das bedeutet ein ganz anderes Leben. Und um das zu tun, musst du dich entscheiden. Dafür, dass Erfüllung noch wichtiger ist als Erfolg. Um also nebenbei, du musst dich nicht für eins von beiden entscheiden, denn wenn du wirklich erfüllt bist, dann wirst du erfolgreicher sein. Aber wenn du erfüllt wirst durch etwas, was erst in der Zukunft passieren wird, wenn du dein Ecstasy nicht in diesem Moment finden kannst, dann wirst du es auch nicht in der Zukunft finden. Mehr Geld, mehr Wissen, mehr Sex, mehr Liebe oder was auch immer es ist, in der Zukunft wird es nicht mehr Ecstasy geben, wenn du es nicht jetzt auch irgendwo finden kannst. Es ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens, die du genau jetzt treffen kannst. Diese Entscheidung ist mehr wert als alles andere. Was wäre die wichtigste Entscheidung, die du jetzt in deinem Leben treffen könntest? Manche würden sagen, zu entscheiden, wen du heiraten sollst. Und dem würde ich nicht komplett widersprechen. Mit wem du Zeit verbringst, so wirst du. Und wenn du dich da für den oder die Falsche entscheidest, dann wird das Leben hart. Aber wenn es die richtige Person ist, dann wird dein Leben bezaubernd. Aber obwohl das eine echt wichtige Entscheidung ist und ich habe mich erst falsch entschieden, aber für die letzten 17 Jahre richtig. Meine Frau ist eines der größten Geschenke in meinem Leben. Ich danke Gott für jeden Tag. Aber ich sage dir sogar, wichtiger als diese Entscheidung, weil deine Ehefrau, dein Ehemann, dein Freund, deine Freundin, die könnten irgendwann weggehen. Sie könnten sterben. Sie könnten krank werden. Man trennt sich, lässt sich scheiden. Das unterliegt nicht allein deiner Kontrolle. Wir alle leben in einer Illusion. Der Illusion der Kontrolle. Wir haben Einfluss, aber keine Kontrolle. Wir haben einfach keine Kontrolle, wenn es um andere Menschen geht. Das Einzige, was wir kontrollieren können, sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, worauf wir uns fokussieren und was wir wahrnehmen. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens ist also, sich für das Glück zu entscheiden. Egal was. Denn wenn du diese Entscheidung nicht triffst, dann wirst du es auch nicht sein. Und ich kann dir sagen, Erfolg ist gewöhnlich. Glück, das langanhaltend ist, ist es nicht. Wenn du jemand bist, der seine Ziele erreichen will, wenn du erfolgreich bist, dann sage ich dir, hier ist dein neues Ziel. Erreiche das höchste Level von Glück auf einer täglichen Basis, das ein Mensch jemals erfahren hat. Weil wenn du das erreichst, dann bist du der ultimative, erfolgreiche Mensch. Du wirst alle anderen ausstechen und du wirst erreichen, was du erreichen willst. Und das hier ist ganz wichtig. 80% des Erfolgs ist Psychologie. 20% sind Strategien, Mechanismen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube ganz fest an Strategien. Ich weiß, dass eine Strategie dir 10 Jahre Zeit ersparen kann. Eine Strategie kann dir $1 Million einbringen. Aber wenn du eine Strategie hast, und wie viele von euch haben in der Vergangenheit eine Strategie gehabt und sie haben trotzdem keinen Erfolg gehabt? Das ist, weil deine Psychologie der wichtigste Part ist. Wenn ihr also euer Business zum Wachsen bringen wollt, dann müsst ihr wachsen. Wollt ihr euer Leben zum Wachsen bringen, müsst ihr genauso wachsen. Als ich 11 Jahre alt war, da hatten wir ein sehr, sehr hartes Erntedankfest. Es gab kein Geld und kein Essen und meine Mutter schrie meinen Vater an, weil er sich nicht mal um seine Familie kümmern konnte. Es war ein Horror.
Ich habe einen jüngeren Bruder und eine Schwester. Ich bin der Älteste. Ich versuchte sie gerade abzuhalten, das alles zu hören, und dann passierte ein Wunder. Ein Klopfen an der Tür. Ich war der Älteste. Meine Eltern stritten, also ging ich hin und öffnete die Tür. Ich stand da und vor mir war dieser riesige Mann. Ich war ein kleiner Junge und er hielt einen großen Karton mit Essen in den Arm. Und neben ihm auf dem Boden war ein schwarzer Topf mit einem ungekochten Truthahn. Er sagte, ist dein Vater zu Hause? Und ich sagte, nur einen Moment. Ich war unglaublich euphorisch. Das ist ein Geschenk von Gott, dachte ich. Das wird alles verändern. Das wird meine Eltern glücklich machen. Das wird unglaublich. Mein Vater schrie also meine Mutter an, hinter einer geschlossenen Schlafzimmertür. Ich sagte, Dad, da ist ein Mann an der Tür. Er sagte, mach du das. Hab ich, er will dich sprechen. Ich ließ nicht locker. Dad, du musst kommen. Na schön. Er brüllte sie noch einmal an und lief dann raus. Und ich wartete da und konnte es nicht abwarten, sein Gesicht zu sehen. Mein Vater öffnete die Tür und dieser Mann stand da mit dem großen Karton. Mein Vater war nicht glücklich darüber. Er schaute sich den Mann an und erhob seine Stimme. Wir nehmen keine Spenden! Dann nahm er die Tür, um sie dem Mann ins Gesicht zu schlagen. Aber der Mann draußen war ein großer Mann. Er setzte seinen Fuß zwischen Tür und Rahmen und sagte, Sir, bitte nehmen Sie das, ich habe es gekauft. Mein Vater, wir nehmen keine Spenden! Wieder wollte er die Tür zuschlagen und dieses Mal lehnte der Mann seine Schulter gegen die Tür. Mein Vater starrte ihn an, zwei Männer in einem angespannten Modus. Der eine versucht einfach nur ein Geschenk abzugeben und ich verstand es nicht. Und dann sagte der Mann etwas, was ich nie wieder vergessen würde, und es gab Momente, wo ich gewünscht hätte, er hätte es nicht gesagt. Er fand einen Weg, meinen Vater zu zwingen. Er hielt diese Box und sah mich an und da mein Vater und sagte, lassen Sie Ihre Familie nicht leiden, nur wegen Ihrem Ego. Jetzt stieg das Energielevel meines Vaters an, aber gleichzeitig wurde er ertappt. Also nahm er das Essen, schmiss es auf den Tisch und knallte die Tür vor seiner Nase zu und hat sich niemals dafür bedankt. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ein Teil von mir wollte weinen, ein anderer Teil war gebrochen. Ich sah meinen Vater wieder losstürmen und er fing wieder an, meine Mutter anzuschreien. Ich erinnere mich an den Tag, ich habe nur gedacht, ich verstehe das nicht. Du darfst realisieren, dass du nichts verlieren kannst. Du kannst Sachen transformieren, aber du kannst sie nicht verlieren. Du kannst versuchen und so tun, als ob du etwas verloren hättest. Du kannst wütend auf jemanden sein und sagen, oh mein Gott, ich habe seine Liebe verloren oder sie haben meine verloren oder ich habe Respekt verloren. Wie verliert man Respekt? Du kannst nichts verlieren, was bereits in dir ist. Liebe ist nichts, wonach du Ausschau halten musst. Liebe ist, woher du kommst. Meine Mutter war 1,55. Ich bin 2 Meter. Nur um euch eine Idee zu geben, wie sie mich gebären konnte, ist schwer sich vorzustellen. Sie liebte die Aufmerksamkeit, wenn sie Party gemacht hat oder getanzt hat. Aber sie würde niemals in einen Lebensmittelmarkt gehen. Ich habe das jeden Tag meines Lebens gemacht. Ich fuhr mit dem Fahrrad zum Supermarkt, kochte das Essen. Sie kam nie raus aus dem Zimmer. Wir lebten in einem 111 Quadratmeter Haus und meine 4 Väter lebten alle im Wohnzimmer zu unterschiedlichen Zeiten. Sie war eine sehr starke und strenge Frau. Und bitte, das hier sage ich nicht, um positiv zu sein. Es ist wirklich wahr. Alles in meinem Leben ist von dem, was da war. Jegliche Antriebe. Ich hätte mich auch selbst zerstören können oder mir leid tun können, aber zum Glück tat ich das nicht. Ich erinnere mich, als ich da saß in meinem 37 Quadratmeter Apartment in Venice, Kalifornien. Ganz allein und am Weinen. Ich erinnere mich, dass ich mich so gefühlt habe, als ob mein Leben nicht mal zählt, als ob die Geschehnisse auf der Welt mich kontrollieren. Ich erinnere mich auch an den Moment, der mein Leben verändert hat. Der Moment, in dem ich endlich gesagt habe, es reicht. Ich bin viel mehr als das, was ich gerade demonstriere, mental, emotional, physisch. Ich bin mehr als das, was mein Leben mir gerade offenbart. Ich machte eine Entscheidung in dem Moment, um mein Leben für immer zu verändern. Ich entschied mich, alle Aspekte meines Lebens zu verändern. Ich entschied mich, nie wieder zufrieden zu sein mit weniger, als ich sein könnte. Wer hätte gedacht, dass diese Entscheidung mich in diesen unglaublichen Moment führt? Ich weiß, ich werde niemals den Tag vergessen, wo ich wirklich realisierte, ich lebe meinen Traum. Ich flog mit meinem Helikopter von einem Business-Meeting in Los Angeles nach Orange County, auf dem Weg zu einer meiner Seminare, und als ich über die Stadt von Glendale, Kalifornien flog, erkannte ich ein großes Gebäude und bat den Helikopter darüber zu schweben. Und als ich runtersah, realisierte ich, das war das Gebäude, in dem ich 12 Jahre zuvor als Hausmeister gearbeitet habe. In den Tagen war ich darüber besorgt, ob mein alter Volkswagen mich sicher zu meiner 30 Minuten entfernten Arbeit bringen könnte. Mein Fokus war auf, wie sollte ich überleben, gerichtet. Ich fühlte mich allein und angstvoll, aber an den Tag, an dem ich da am Himmel schwebte, dachte ich nur, was für einen Unterschied ein Jahrzehnt machen kann. Damals hatte ich einen Traum, aber er fühlte sich so an, als ob er niemals wahr werden würde. Heute komme ich wirklich zum Glauben, dass alle meine vergangenen Fehler, meine Frustration, das Fundament für mein Verständnis des neuen Levels der Arbeit geschaffen haben, die ich jetzt liebe. Dann kamen wir in Irvine, Kalifornien an. Und als ich runtersah, störte mich etwas. Ich sah, dass die Autos im Stau steckten, direkt vor der Ausfahrt zu meinem Seminar. Mehr als eine Meile lang. Ich sagte zu mir selbst, Mann, was auch immer hier heute abgeht, soll gleich anfangen, sodass die Leute noch pünktlich zu meinem Seminar kommen können. Als der Hubschrauber am Landen war, sah ich ein vollkommen neues Bild. Tausende von Leuten wurden zurückgehalten von der Security am Ort, wo ich gleich landen würde.
Plötzlich kam ich klar auf die Realität. Der Stau wurde von Menschen verursacht, die zu meinem Event kamen. Als ich vom Landeplatz in die Arena lief, wurde ich von hunderten Leuten umzingelt, die mich umarmen wollten oder mir sagen wollten, wie sehr meine Arbeit ihr Leben positiv verändert hat. Als ich runtersah auf das Publikum, sah ich 5000 lächelnde, jubelnde, liebende Gesichter. Und in diesem Moment realisierte ich, ich lebe meinen Traum. Egal wie schlimm dein Leben gerade ist, das Erste, was du machen solltest, ist, jemand anderen zu helfen, der schlimmer dran ist als du, weil es alles wieder in eine richtige Perspektive rückt. Es ist egal, wie schlimm es ist. Dir fehlt ein Bein, du hast deinen Job verloren. Der Weg raus ist, deinen Geist zu stärken. Lese, füttere deinen Geist und helfe jemand anderen. Ich füttere 2 Millionen Menschen jedes Jahr, weil jemand meine Familie gefüttert hat, als ich 11 Jahre alt war. Und dieser Stolz geht niemals weg. Jeder will Veränderung, aber niemand will trainieren gehen. Jeder will Muskeln, aber niemand will zum Sport. Was wir nicht realisieren, ist, dass der Prozess unseres Selbsttrainings, unsere Konditionierung des Selbst, sich unglaublich anfühlt, sobald du im Momentum eintauchst. Du musst dich entscheiden, dich selbst zur Meisterschaft zu verpflichten. Das Einzige, was dich glücklich machen wird, mein Freund, dieses und jedes andere Jahr, ist, auf das nächste Level zu kommen. Vielleicht kennst du das selbst, dass du dir Ziele setzt und anfangs bist du hochmotiviert und die ersten paar Tage läuft es super. Und nach 1, 2 Wochen, wenn die Anfangsbegeisterung verschwunden ist, dann kommen die alten Gewohnheiten zurück und reißen dich sprichwörtlich zurück in dein altes Leben. Dabei wolltest du doch ganz neu anfangen. In diesem Video erklärt der wohl berühmteste Coach der Welt, Tony Robbins, wie du nicht noch ein weiteres Jahr verschwendest. Und ich weiß, das ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber hier erfährst du, wie du dir richtige Ziele setzt und worauf es ankommt, wenn du dir Ziele setzt. Schau dir dieses Video bitte bis zum Schluss an, denn da bekommst du eine ganz genaue Anleitung, was du zu tun hast. Und ganz wichtig dabei, handel direkt. Direkt nach diesem Video. Setz dich hin und setze um. Ich wünsche mir für dich, dass du nicht noch ein weiteres Jahr verschwendest, sondern dass du erkennst, dass Wachstum etwas ist, was maßgeblich zu unserem Glück beiträgt. Und das ist es doch, wonach wir streben, wenn wir uns Ziele setzen, oder? Wir wollen glücklicher werden. Vergiss nicht, du bist und bleibst unbesiegbar. Viel Spaß! Die äußeren Dinge werden dich nicht glücklich machen. Und das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Gerade in der heutigen Gesellschaft, egal ob es Geld ist oder was auch immer. Diese Dinge sind vielleicht für einen Moment lang aufregend. Selbst eine Beziehung, egal wie schön sie auch ist, ist es meist nur für eine bestimmte Zeit, wenn diese Personen in der Beziehung nicht zusammen wachsen. Das wirkliche Geheimnis hinter dem Glück ist Wachstum. Wachstum ist gleich Glück. Und wenn wir tagtäglich wachsen, dann fühlen wir uns lebendig. Und das ist der Grund, warum wir uns zu Beginn des Jahres immer sagen, okay, das ist jetzt ein Neuanfang, neues Jahr, neues Glück, jetzt kann ich endlich das beginnen, wonach meine Seele wirklich strebt. Ich kann wachsen, mich verbessern, mich verändern. Schau dir das mal genauer an. Im Wachstum ist Leben enthalten, oder nicht? Nimm dir also nicht vor, dich zu verändern, denn das wirst du automatisch tun, wenn du wächst. Ist es nicht so? Schau mal, dein Körper verändert sich so oder so, wenn die Jahre vorbeigehen. Egal wie hart du arbeitest, irgendwas auf deiner Arbeit wird sich verändern. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Die Wirtschaft verändert sich, egal ob du das willst oder nicht. Das Wetter verändert sich, egal ob du das willst oder nicht. Beziehungen verändern sich, egal ob du das willst oder nicht. Alles im Leben verändert sich. Das ist nichts, was du dir als Ziel setzen musst. Veränderung passiert automatisch. Wachstum nicht. Also, wenn du wirklich wachsen möchtest, fortschreiten möchtest, dann darfst du dir das Leben anders anschauen. Du darfst dir sagen, ich übernehme jetzt Verantwortung für dieses Wachstum und hoffe nicht nur darauf, dass es irgendwie passiert. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ist es nicht das, was die meisten am Anfang des Jahres machen? Sie haben ihre Vorsätze, ja, aber im Endeffekt zählen sie nur ihre Wünsche auf. Es ist ihre Wunschliste. Die Wünsche, auf die sie hoffen, dass sie sich irgendwie erfüllen. Sie sagen, das ist meine Zielliste fürs nächste Jahr, aber dazu gehört auch immer ein Entschluss, eine Entscheidung. Und die meisten wissen gar nicht, was das ist, ein Entschluss, eine Entscheidung. Wenn du dich zu etwas entschließt, dann sagst du, so wird es sein. Du entschließt dich für eine Sache und entschließt dich gegen alle Sachen, die nichts damit zu tun haben. Es ist wie in dieser Geschichte, wo ein Kriegsherr eine Insel einnehmen möchte. Und den Soldaten befiehlt, alle Boote zu verbrennen. Warum macht er das? Weil dann keiner mehr flüchten kann. Es gibt kein Zurück. Entweder sie erobern die Insel oder sie sterben.
Jetzt müssen sie einen Weg finden, die Schlacht zu gewinnen. Und die meisten Leute hoffen einfach nur darauf, dass sie ihre Vorsätze irgendwie erreichen werden. Und wenn es nicht passiert, dann sind sie enttäuscht. Aber auch nicht zu enttäuscht, denn sie waren ja auch nicht wirklich entschlossen. Was braucht es also, um eine wirklich nachhaltige Veränderung in deinem Leben zu bewirken? Ich rede hier nicht nur von ein paar Zielen, sondern von wirklich nachhaltigen Veränderungen. Der erste Schritt ist derselbe, den du auch für deine Zielliste für das nächste Jahr benutzt hast. Du brauchst eine Vision. Eine Vision von etwas, was du wirklich, wirklich willst. Nicht, was du denkst, was du willst, oder was dir eingetrichtert wurde, das, was du haben oder tun solltest, weil die meisten Vorsätze sehen so aus. Ich versuche weniger Zucker zu essen, ich höre mit dem Rauchen auf, ich nehme 10 Kilo ab. Das Problem ist, dass diese Ziele nicht wirklich inspirierend für die Menschen sind. Sie zeigen dir nämlich nicht das auf, was du bekommst, sondern nur, worauf du verzichten musst oder was du verlierst oder wie anstrengend es sein wird. Eine Vision zeigt dir ganz klar auf, was du hier erschaffen wirst. Eine Vision, die wirklich funktioniert, ist eine, die dich ganz kribbelig macht. Wenn du dir sagst, mein Ziel fürs nächste Jahr, für die nächsten Monate, für diese Woche ist es, so und so viel abzunehmen, dann ist das okay, aber es macht dieses Ziel nicht unwiderstehlich. Eine Vision muss unwiderstehlich sein. Sie sollte dich anziehen, sodass du in Gang kommst. Sie zieht dich förmlich zu ihr hin. Bei den meisten Zielen müssen die Leute sich immer und immer wieder pushen. Und wenn das so ist, dann ist die Frage erlaubt, ist es überhaupt das richtige Ziel? Ist es das, was du wirklich willst? Schau, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Motivation. Erstens, die Motivation, wo du dich selber pushen musst. Und das erfordert viel Willenskraft. Und Willenskraft ist manchmal mehr und manchmal weniger vorhanden. Was aber bestehen bleibt, ist die zweite Art der Motivation. Und das ist die Motivation der Anziehung. Denk an etwas, was so spannend ist, so attraktiv, etwas, was du so sehr willst, dass es hart ist, nachts einzuschlafen. Und schwer ist, morgens nicht aufzustehen, weil du dich dahin entwickeln möchtest, immer weiter wachsen möchtest und immer weiter, immer höher auf das nächste Level kommen willst. Danach solltest du Ausschau halten. Und ich sage nicht, dass es leicht ist, das zu bekommen. Aber ein Grund, warum wir Seminare geben und diese ganzen Events veranstalten, ist, weil ich meine, die Leute könnten ja auch einfach ein Buch lesen. Aber wenn du den Menschen eine Umgebung gibst, wo sie zu Höchstleistung auflaufen können, wie bei einem Sportevent. Ich meine, es kann schon spannend sein, sich das Event im Fernsehen anzuschauen, aber wenn du dann live vor Ort bist und die Energie spürst von 50.000 Menschen im Stadion, dann ist es was ganz anderes. Es hat eine ganz andere Intensität. Und was ich dir sagen möchte ist, je mehr Emotionen mit deiner Vision verknüpft sind, desto intensiver wirst du nach ihr streben, desto mehr wird sie dich anziehen. Und wenn du schon bei deinen Vorsätzen in einem guten emotionalen Zustand bist, dann kommst du auch mit ganz anderen Visionen um die Ecke, als wenn du in einem schlechten emotionalen Zustand bist. Stell dir vor, du bist gelangweilt auf der Couch und sagst, ah, was sind meine Vorsätze für das neue Jahr? Und dann kommt das neue Jahr. Der erste Tag ist vorbei. Du hast die Wahl zwischen Fernsehen und Joggen gehen. Und du schaust weiter Fernsehen. Wenn du so deine Vision erschaffst, dann wird sie dich nicht ins Tun bringen. Es muss eine Energie entstehen, die dich durch das nächste Jahr zieht. Es muss also eine Vision sein, die für dich unwiderstehlich ist. Das größte Geschenk, was du dir selber machen könntest. Wie würde das aussehen? Und was es noch braucht, neben einer Vision, der du nicht widerstehen kannst? Du brauchst starke Gründe, die dich daran erinnern, durchzuhalten, wenn es mal hart auf hart kommt. Das ist, was den meisten Menschen fehlt. Weißt du, egal wie schön deine Vision sein mag und wie sehr du an deine Vision glaubst, es werden harte Zeiten kommen, so oder so. Und dann musst du dich daran erinnern, warum du es tust. Und dazu brauchst du starke Gründe, warum diese Vision für dich so wichtig ist. Situationen wie, wenn du vor Hunger fast umkommst, obwohl du doch deine Diät einhalten wolltest. Wenn dir die Zeit davonläuft und du so gestresst bist, aber du doch eigentlich noch Sport machen wolltest. Wenn es Probleme in der Wirtschaft gibt und der Plan nicht aufgeht, den du dir gemacht hast. Und dann gibst du vielleicht auf, anstatt einen anderen Weg zu finden,
um an dein Ziel zu kommen. Wenn du wirklich starke Gründe hast, warum du dieses Ziel erreichen möchtest, dann lässt du dich nicht von deiner Angst überwältigen, wenn sie kommt. Die Gründe können positiv oder auch negativer Natur sein. Was würdest du beispielsweise verlieren, wenn du das nicht tust? Was würdest du gewinnen, wenn du es tust? Deine Gründe kommen als erstes, danach die Antworten. Wenn du eine unwiderstehliche Vision hast und starke Gründe, dann wird dich das durch die harten Zeiten pushen. Und du wirst Dinge tun, die andere Menschen nicht machen. Selbst wenn es Phasen gibt, wo du dein Ziel aus den Augen verlierst. Dann wirst du nämlich wieder zurück auf den Weg gelangen und weitermachen und so wirst du dein Ziel verwirklichen. Und sicherlich hast du das bisher auch schon ungefähr so gemacht. Ich bringe dir hier nicht wirklich etwas Neues bei. Ich erinnere dich hier nur an etwas, was deine Seele sowieso schon weiß. Du darfst dich verändern. Du darfst dich verbessern. Und du darfst diesen Prozess annehmen, der dann passiert. Und auf diesem Weg des Prozesses bleiben. Also, der erste Step ist, dir eine Vision zu erschaffen, die unwiderstehlich ist. Der zweite Step, mach dir klar, was sind deine Beweggründe? Warum willst du diese Vision erreichen? Was ist der dritte Step? Du musst dir deine Vision und deine Beweggründe immer wieder hochholen. Immer wieder. Und sie jeden Tag fühlen. Überleg mal, gab es jemals etwas in deinem Leben, was du so sehr haben wolltest, dass du nicht aufhören konntest, daran zu denken? Vielleicht eine Beziehung, irgendwas, was du als Kind wolltest, vielleicht ein Auto, irgendwas, dein Beruf. Aber du warst sprichwörtlich besessen davon. Du wolltest, dass das passiert, dass du es bekommst. Aber du wusstest zu dem Zeitpunkt nicht mal wirklich, wie du es bekommen könntest. Du hattest keinen fertigen Plan. Jeden Tag hast du daran gedacht. Es war eine unwiderstehliche Vision. Du hast diese Vision gedacht, gefühlt und auf einmal sind Dinge passiert, die dazu geführt haben. Du hast Menschen und Situationen in dein Leben gezogen und alles fiel an seinen Platz. Es gibt einen Teil deines Gehirns, der nennt sich retikuläres Aktivierungssystem. Kurz RAS. Dieser Anteil deines Gehirns legt fest, was du in dieser Welt wahrnimmst und das ist wirklich wichtig, weil wenn du dir ein Ziel setzt, du hast eine klare Vision, du hast starke Beweggründe und du dir das dann immer wieder hochholst, dann wird es zu einem festen Bestandteil von dir. Dieser Anteil deines Gehirns wird sich sagen, alles was damit zu tun hat, werde ich von nun an bemerken. Hast du dir zum Beispiel mal ein Auto gekauft oder ein Outfit und auf einmal siehst du überall nur noch dieses Auto und dieses Outfit? Wie kommt das? Die Sachen waren vorher doch auch schon da. Aber warum siehst du sie erst jetzt vermehrt? Weil dein RAS dir signalisiert, das ist ab jetzt wichtig für dich. Darauf liegt der Fokus. Das ist jetzt ein Teil von meiner Welt. Genauso ist es, wenn du dir klar wirst, was du willst und deine Vision unwiderstehlich machst, du starke Beweggründe hast und du dir das dann jeden Tag wieder vor deine Augen hältst. Wenn du es jeden Tag fühlst, dann fokussiert sich dein Gehirn auf alles, was dir hilft, dieses Ziel zu erreichen und voranzukommen. Das ist die Power, die dahinter steckt. Wenn die meisten Menschen sich an ihre Neujahrswünsche setzen, dann kommen sie mit Ideen hoch, die sie irgendwie wollen. Meist keine unwiderstehliche Vision. Sie haben keine starken Beweggründe, das zu tun, was sie tun wollen. Und sie holen sich ihre Wünsche sicher nicht jeden Tag wieder ins Bewusstsein. Und dann verschwinden diese Wünsche auch irgendwann wieder. Und sie sagen sich, ach, das funktioniert nicht. Ich schaffe es ja eh nicht. Sie waren aber nicht wirklich entschlossen, das umzusetzen. Wenn du entschlossen bist, dir eine Vision erschaffst, deine Beweggründe stark genug sind und sie jeden Tag wieder fühlst, dann wirst du das, was du dir vorgenommen hast, in der Realität erleben. So einfach ist das. Worum geht es hier letzten Endes? Wir sprechen darüber, deine Standards zu erhöhen. Wann immer mich Leute fragen, wie sie es schaffen, ihr Leben zu verändern, dann sage ich ihnen, und vielleicht hört sich das langweilig an, aber es sind wirklich diese drei Wörter. Erhöhe deine Standards. Was bedeutet das? Denk mal darüber nach. Eine langfristige Veränderung ist etwas anderes als ein Ziel. Wir erreichen nicht immer unsere Ziele, aber du wirst immer deine Standards erreichen. Vielleicht hilft es dir, weil ich das vielen Leuten auch mit anderen Worten erkläre. Jeder im Leben bekommt das, was er verdient. Wir bekommen nicht immer das, was wir bekommen sollten, sondern das, was wir verdienen.
Die meisten Leute haben eine Liste voll von Dingen, die sie haben sollten. Ich sollte dies, das, jenes tun, sollte abnehmen, sollte mehr Sport machen, sollte mehr Leute anrufen, sollte früher ins Büro gehen, sollte selbstbewusster sein, was auch immer es ist. Die Leute lieben es, so eine Liste zu erstellen, wo drauf steht, was sie eigentlich alles erreichen sollten. Und genau dasselbe ist es bei den Neujahrsvorsätzen. Wenn sie passieren, dann ist es wirklich toll, aber wenn nicht, und meistens wissen sie das auch schon vorher, dass sie nicht passieren werden, dann sind die Leute deprimiert oder enttäuscht. Aber wenn du für dich entscheidest, dass es ein Muss ist, ein absolutes Muss, auch wenn du keinen Weg dahin findest, dann machst du dir halt einen. Wenn Menschen sich wirklich entschlossen haben, etwas zu tun, dann erhöhen sie ihre Standards. Sie machen ein Muss daraus und sie finden einen Weg. Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach, was du schon alles in deinem Leben erlebt hast. Gibt es da einen Lebensbereich, wo du dich irgendwann dazu entschlossen hast, deine Standards zu erhöhen? Und dann war das Leben nicht mehr dasselbe. Vielleicht hast du irgendwann mal geraucht. Du hast etwas getan und das jahrelang und versucht damit aufzuhören. Und dir selber gesagt, ja, eigentlich sollte ich ja damit aufhören. Und eines Tages passierte dann etwas, irgendwas hat Klick in dir gemacht und du warst auf einmal in einem ganz anderen Zustand. Du warst ein ganz anderer Mensch und du hast dir gesagt, es reicht, ich mache das nicht mehr. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, oder? Irgendwas in dir hat sich verändert. Und das, was mal ein Soll war, wurde zu einem Muss. Und du bist nie wieder zurück in deinen alten Zustand gegangen. Gibt es da einen Lebensbereich in deinem Leben, wo dir das passiert ist? Hast du jemals geraucht, zu viel gegessen, zu viel getrunken? Und dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Und danach braucht es keine Willenskraft mehr in dir, um das zu tun. Wenn du Sachen in deinem Leben zu einem Muss machst, dann verbindest du dich mit dieser Sache. Es wird zu einem Stück deiner Identität. Wenn ich eines gelernt habe in den letzten 30 Jahren, wo ich mit ca. 4 Millionen Menschen aus über 100 Ländern gearbeitet habe, dann ist es, dass die Menschen das machen und dem folgen, wer sie glauben, wirklich zu sein. Wenn du mir sagen würdest, ich werde jetzt wirklich hart daran arbeiten, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber ich war mein Leben lang ein Raucher und ich bin halt ein Raucher. Dann weiß ich schon, deine Tage sind gezählt. Du wirst wieder anfangen zu rauchen, weil du daran glaubst, dass du ein Raucher bist. Und dementsprechend musst du das dann auch erfüllen. Wenn du daran glaubst, dass du das bist, dann bist du es. Ich sage den Leuten immer, die stärkste Kraft in der gesamten menschlichen Persönlichkeit ist das Bedürfnis, mit dem übereinzustimmen, wer wir glauben zu sein, wie wir uns definieren. Wenn du dich als jemanden definierst, der konservativ ist, dann drehst du nicht am Rad, fällst dich nicht verrückt, außer du bist betrunken oder sowas. Dann könntest du immer noch sagen, ah, das war der Alkohol. Wenn es in Wirklichkeit aber du warst und du hast einfach nur noch einen Weg gesucht, dir die Erlaubnis zu geben, du selbst zu sein. Alkohol ist in dem Fall deine Entschuldigung. Wenn du eine Person bist, die genau das Gegenteil davon ist, dann verhältst du dich nicht konservativ. Du bist spielerisch verrückt, weil es das ist, was du bist. Oft sagen die Leute, ich kann das nicht machen, weil ich nicht die Person bin, die so etwas macht. Und ich sage dann, wirklich? Wann hast du dich selbst so definiert? Wann hast du dir angefangen zu sagen, was du kannst und was du nicht kannst in deinem Leben? Wie viele Jahre ist das her? Bei den meisten Menschen setzt sich das Leben aus bestimmten Standards, bestimmten Glaubenssätzen zusammen, auf deren Basis sie dann ihre Entscheidung treffen. Und diese Standards und Glaubenssätze sind manchmal 10, 20 Jahre alt. Oft treffen wir Entscheidungen in unserer Jugend, an was wir glauben sollten, wozu wir fähig sind, wer wir als Person sind. Und das kontrolliert uns dann. Ich erinnere mich, als ich mal mit meiner Familie im Zirkus war. Und da war diese Person mit diesem riesigen Elefanten. Und er nahm dieses kleine Seil und band es um den Hals des Elefanten und verband das Seil dann wiederum mit einem Stab, der im Boden steckte. Ich meine, jeder konnte sehen, dass der Elefant eigentlich leicht wegrennen könnte. Der Elefant könnte das ganze Zelt niederreißen, wenn er es wollte. Aber der Elefant tat das nicht. Er versuchte es nicht mal. Warum? Weil der Elefant so konditioniert war. Schon seit seiner frühesten Kindheit. Als der Elefant noch ganz klein war, haben sie ebenfalls dieses Seil um seinen Hals getan und damals konnte er noch nicht einfach abhauen. Das Seil erschien dort riesig und der Stab auch. Und der Elefant hat irgendwann gelernt, wenn ich das Seil um meinen Hals habe, dann kann ich tun und machen, was ich will. Es hält mich fest. Da komme ich nicht raus. Und überleg mal, übertrag das mal auf das Leben von ganz vielen Menschen.
Heute hätten sie die Kraft, ihr Leben zu verändern. Aber sie versuchen es nicht einmal mehr. Sie sagen sich, das ist nun mal so bei mir. So bin ich. Das bin ich. Ich möchte dich einladen, dir jeden Bereich deines Lebens anzuschauen, wo du eine Limitierung hast. Und dich fragst, wann habe ich mich entschieden, diese Limitierung anzunehmen? Und vielleicht siehst du diese Limitierung gar nicht, weil du sie schon akzeptiert hast und dich so wahrnimmst. Manchmal haben wir bestimmte Muster adaptiert, um Menschen zu gefallen oder damit wir alles richtig machen. Aber diese Muster spiegeln vielleicht gar nicht unser wahres Ich wider. Schau mal, Freude entsteht, wenn du spontan bist. Es ist wirklich schwer, glücklich zu sein, wenn du nicht du selbst bist. Die meisten von uns haben doch gar keine Ahnung, wer sie wirklich sind. Ein großer Teil meiner Arbeit ist es, dass die Menschen etwas völlig spontan tun, ohne dass sie an etwas denken. Dann zeigen sie nämlich ihr wahres Gesicht. Und ihre Lebensenergie durchströmt sie. Und wenn du das tust, also wenn du dich mit deiner wahren Natur verbindest, dann ist auf einmal die Energie da, die du brauchst, um deine Standards zu erhöhen. Das ist, worum es wirklich geht, wenn ich darüber spreche und was du tun solltest und was du tun musst. Dann denk mal an dein eigenes Leben. Ich weiß, da gibt es Momente, wo du eine Erkenntnis bekommen hast. Und dann hast du bestimmte Dinge auf einmal ganz anders gemacht. Du hast deine Standards erhöht. Denn wie auch immer ein Mensch sich definiert, als was er sich sieht, was er glaubt zu sein, so lebt er auch. Wir leben genauso, wie wir glauben zu sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Schau dir deinen physischen Körper an. Dein Körper ist die absolute Reflexion von nur einer einzigen Sache. Nicht deine Ziele, nicht dein Verlangen, sondern er ist die Reflexion deiner Standards. Die Identität, die du dir selber gegeben hast. Wenn du dich selbst als Athlet siehst, dann hast du eine bestimmte Menge an Kraft, eine bestimmte Muskelspannung, die auf täglicher Basis abrufbar ist. Weil das ist, wer du bist. Und du wirst alles dafür tun, dass du diese Identität aufrecht erhältst. Nochmal, die stärkste Kraft, die in der menschlichen Persönlichkeit schlummert, ist der Wille, konsistent zu sein, ohne Widersprüche übereinzustimmen. Und wenn du von dir selbst denkst, dass du ein Athlet bist, dann bist du ein Athlet. Und das ist auch vollkommen verständlich, denn wenn du nicht wüsstest, wer du bist, dann wüsstest du ja auch nicht, wie du dich verhalten sollst. Wenn du dich einmal auf eine Identität programmierst, dann wird dein Gehirn versuchen, diese aufrechtzuerhalten. Wenn du dir sagst, oh Mann, ich bin übergewichtig und ich war schon immer übergewichtig, ich habe nun mal schwere Knochen. Wenn das deine Geschichte ist, dann wirst du immer wieder einen Weg finden, um diese Geschichte aufrechtzuerhalten. Das ist sozusagen dein Ausgangspunkt. Wenn du jemanden siehst, der in wirklich guter Form ist, dann geh mal hin und frag ihn, hey, wie oft machst du eigentlich pro Woche Sport? 2, 3, 4, 5 Mal? Schau mal, im Seminar, wenn ich da frage, wie viele von euch machen 5-mal die Woche Sport, steht mal auf. Dann kannst du dich in diesem Raum umschauen. Du schaust diese Person an und du weißt, dass sie 5-mal in der Woche trainieren. Warum? Weil sie so aussehen. Du bekommst die Ergebnisse nicht ohne eine Handlung, ohne eine Routine, ohne Dinge, die du immer wieder tust. Glaubst du, dass diese Menschen, die 5-mal die Woche Sport machen, mehr Zeit zur Verfügung haben als du? Oder dass ich mehr Zeit habe als du? Natürlich nicht. Haben sie weniger Stress? Natürlich nicht. Für sie ist es einfach ein Muss zu trainieren. Sie ziehen ihr Training durch und dann verändert sich auch ihr Leben. Ich sage nicht, dass du jetzt 5-mal die Woche trainieren gehen sollst. Ich sage nur, was auch immer du willst, wird nicht regelmäßig befriedigt, weil du es immer noch willst. Standards werden regelmäßig befriedigt. Es geht auch nicht darum, deine Identität zu verändern. Es geht darum, deine Identität zu erweitern. Neben dem Ziel, dass du vielleicht 10 Kilo verlieren möchtest, was aber viele haben und meist nicht zwingend genug ist, es wird sozusagen kein Muss, was wäre, wenn du dir so eine Vision erschaffst, dass du zurück zu deinem Wohlfühlgewicht kommst. Dieses Jahr, in diesem Monat, werde ich meinen Körper transformieren. Ich werde eine neue Herausforderung angehen. Ich probiere eine neue Taktik, eine neue Strategie aus. Und glaub mir, es gibt Millionen Strategien.
und sagt dir, diese Strategie wird mich verändern. Die Vision ist, ich will mich jünger, stärker, energiegeladener als jemals zuvor sehen. Das sind meine Gründe, weil ich wirklich will, dass sich mein Leben verändert. Weil es ist hart da draußen und ich will dafür gerüstet sein. Ich will mich nackt vor den Spiegel stellen können und nicht anfangen zu lachen oder traurig zu werden. Ich will mich da vorstellen und sagen, yeah, ich bin echt glücklich mit dem, was ich da sehe. Was auch immer es braucht, manches wird dich zum Lachen bringen, manches wird dich traurig machen, manches wird dich ärgern, was braucht es, damit du auf das nächste Level kommst. Sodass du dich mit deiner neuen Persönlichkeit identifizieren kannst. Dann verkörperst du sie jeden Tag mehr und mehr und mehr und dann findest du Wege und Lösungen, wie du das in die Wirklichkeit ziehen kannst. Wir haben das jetzt mit Sport, Körpergewicht gemacht. Bei Geld ist es genau dasselbe. Es ist nicht wirklich wichtig, was auf dem Markt passiert. Menschen, die Geld machen, finden Wege, um Geld zu machen, egal was. Ist es nicht so? Die meisten verdienen nur so viel Geld, um ihre Rechnung irgendwie bezahlen zu können. Also finden sie auch nur eine solche Lösung, eben genauso viel Geld zu bekommen, um ihre Rechnung zu bezahlen. Wenn das dein Standard ist, dann ist das dein Leben. Für manche ist der Standard auch nur manchmal die Rechnung zu bezahlen. Und so bezahlen sie ihre Rechnung eben auch nur manchmal. Für andere Menschen ist der Standard, nicht nur ihre Rechnung zu bezahlen, sondern sich auch noch um ihre Familie zu kümmern. Vielleicht noch um ihre Freunde. Und dann finden sie auch dafür einen Weg, um das möglich zu machen. Manche von euch sind vielleicht auch in einer Familie, wo es nur gerade genug Geld gibt, um die Rechnung zu bezahlen. Ihr alle arbeitet wie verrückt. Und dann wird auf einmal die Mutter, die Tochter, der Bruder oder wer auch immer krank. Und es ist nicht genug Geld da, um sie versorgen zu lassen. Aber in einer solchen Situation finden alle dann einen Weg, um sich um ihre Liebsten zu kümmern und sogar noch die Rechnung zu bezahlen. Ist es nicht so? Warum haben sie vorher nicht so viel Geld zusammenbekommen? Die Situation hat dazu geführt, dass sie ihre Standards erhöhen mussten. Und das machen eben nicht alle. Wie viele Familien gibt es, wo genug Geld vorhanden ist und sie kümmern sich trotzdem nicht um die kranke Mutter? Die Basis von allem ist das innere Spiel, meine Freunde. Das Leben zu verändern bedeutet, das innere Spiel, das Spiel in dir zu verändern. Die äußere Welt kannst du nicht kontrollieren, aber deine Innenwelt kannst du absolut kontrollieren. Wenn du deine inneren Bewegungen kennenlernst, die dich formen und deine Identität, wer du glaubst zu sein, wenn du daran arbeitest und das veränderst, dann verändert sich alles andere im Außen genauso. Manche Menschen sagen sich auch, ich brauche so viel Geld wie möglich, um endlich das zu tun, was ich wirklich will, wann immer ich es will, wo immer ich es will, um meinen Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Und wenn es das ist, was sie wollen, dann finden sie einen Weg, um das zu tun. Ich weiß, das klingt jetzt zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Wenn wir all das Geld dieser Welt nehmen würden, von all den reichen Menschen dieser Welt und es den Armen geben würden, was glaubst du? Wie lange würde es dauern, bis die reichen Menschen ihr Geld wieder hätten? Es würde nicht lange dauern. Und nicht, weil sie manipulativ sind, sondern weil Geld machen zu ihren Standards gehört. Und versteh mich bitte nicht falsch, es gibt natürlich auch welche, die manipulativ sind. Sie finden aber immer wieder einen Weg, um Geld zu machen. Wenn ich dir irgendetwas mitgeben kann, dann sind es diese drei Wörter. Erhöhe deine Standards. Wenn du es wirklich machen willst, dann kommt hier das wichtigste Geheimnis. Hast du das schon mal gemacht? Hast du dir jemals selber gesagt, okay, ich erhöhe jetzt meine Standards. Ich mache das jetzt möglich. Ich werde viel Geld machen. Ich werde meine Kinder glücklich machen. Ich werde die ultimative Beziehung führen. Ich kümmere mich jetzt um meinen Körper. Was auch immer es ist. Und dann hast du aber keine starken Gründe gehabt, um das umzusetzen. Und dann geht dein Ziel verloren. Das ist so, weil du hast deine Standards nicht ernst genommen. Nichts dafür getan, damit sie Wirklichkeit werden. Und das schaffst du eben nur durch Rituale. In den Ritualen, in der Routine steckt die Kraft. Du nimmst also diese große Herausforderung, die du dir gesetzt hast, und brichst sie runter in 1000 kleine Minischritte. Minischritte, die du jeden Tag gehst. Und wenn du sie tatsächlich ausführst,
dann entwickelt sich so viel Momentum, dass es leicht wird, deine Ziele zu erreichen. Tag für Tag hast du diese Erfolge, die aus den kleinen Minischritten kommen. Setz dir am Tag 15 Minuten oder länger, wo du etwas tust, was dich näher zu deinen Zielen führt. Erschaffe dir eine Routine und während du sie ausführst, verknüpfst du sie mental mit deinem Ziel. Du visualisierst dir dein Ziel, das, was du haben willst, und das ist kein Hokuspokus. Du fühlst diese Kraft deines Ziels und es ist nicht fake, es ist eine Kraft, die tief aus deinem Inneren kommt und das funktioniert. Rituale definieren uns. Schau, alle deine bisherigen Resultate kommen aus deinen täglichen Handlungen, deinen Ritualen. Sie starten mit deinem Standard und dieser Standard wird aber nur von Ritualen, von einer Routine aufrechterhalten. Ein Beispiel: Wenn du besorgt um deinen physischen Körper bist, dann hast du sicherlich ganz andere tägliche Gewohnheiten, als wenn du es nicht bist. Wenn du übergewichtig bist, dann wissen wir beide, dann hast du andere Gewohnheiten als eine Person, die es nicht ist. Was ist das Erste, was du am Morgen tust? Wenn du eine fitte Person bist, dann stehst du auf, deine Schuhe stehen da und du gehst raus und fängst an zu laufen. Oder wie auch immer das aussieht. Wenn du übergewichtig bist, dann stehst du auf und du hast ein ganz anderes Ritual. Du gehst auch raus, aber dein erster Stopp ist vielleicht irgendein Laden, wo du dir den neuesten Mokka-Schokolata-Kaffee holst und einen Muffin dazu. Was auch immer du tust, du hast ein anderes Ritual als jemand, der fit ist. Wenn du eine tolle, leidenschaftliche Beziehung hast, dann hast du ganz andere Rituale als jemand, der nach Hause kommt, der keinen Spaß mehr daran hat. Der kommt vielleicht nach Hause und das Erste, was er tut, ist, den Fernseher anzuschalten, mit jemandem zu schreiben, E-Mails checken oder was auch immer. Wann immer ich Menschen studiere, die erfolgreich sind, dann schaue ich nach den Standards, die sie für sich gesetzt haben und was sind die kleinen Rituale, die das Ganze Wirklichkeit werden lassen. Erfolg und Misserfolg sind keine großen Geschehnisse. Sie kommen nicht einfach von heute auf morgen vorbei und du wirst auch nicht auf einmal erfolgreich und du erlebst auch nicht auf einmal diesen krassen Niederschlag, wo du vielleicht denkst, dass du versagt hast. Der Misserfolg kommt genauso von all den kleinen Dingen, die du nicht gemacht hast. Den Anruf, den du eigentlich machen solltest, das Buch, was du eigentlich lesen wolltest, wo du dich bei einem Menschen entschuldigen wolltest, wo du dich nicht gepusht hast, um die Dinge zu tun, die du eigentlich tun wolltest und alle diese kleinen Misserfolge Tag für Tag für Tag. Die kommen dann zusammen, bis eines Tages ein großer Schlag ins Gesicht kommt, durch irgendeinen Umstand. Und dann sagst du dir vielleicht, dieser Umstand ist schuld. Aber das ist nicht wahr. Das passiert, weil du all die kleinen Dinge nicht gemacht hast. Ist es nicht so? Und Erfolg, nur mal so nebenbei, der passiert nicht über Nacht. Erfolgreich wirst du, wenn du eine Vision hast. Erfolg ist, wenn du etwas zu einem Muss machst. Erfolg ist, wenn du es jeden Tag siehst, jeden Tag fühlst und starke Beweggründe hast. Erfolg ist, wenn du erkennst, dass du hier bist, um zu wachsen, deinen Beitrag zu leisten und es um mehr geht als nur um dich selbst. Erfolg ist, wenn du dich um andere Leute kümmerst. Erfolg ist, wenn du "Ich liebe dich" sagen kannst, an einem ganz normalen Tag, zu einer ganz normalen Zeit, aus keinem bestimmten Grund, einfach so. Wenn du in einer Beziehung ein Ritual hast, was Spaß macht, was spielerisch ist, was dich immer wieder in Überraschung versetzt, das wird deine komplette Beziehung verändern. Wie viele Beziehungen scheitern aus diesen Gründen, weil sie keine gemeinsamen Rituale mehr haben? Ihr braucht ein paar Rituale, irgendwas Cooles, was niemand anders machen würde, um das Leben zu bekommen, was eben auch nicht für jeden ist. Erfolg kommt durch all die kleinen Dinge. Im Business kommt es dadurch, dass du mehr gibst, als sich jeder vorstellen kann. Wo die Leute sich sagen, wow, das ist der Typ, mit dem ich Geschäfte machen will. Das ist wahr für jeden Bereich deines Lebens. Also wenn du dir jetzt jemanden anschaust, der für dich erfolgreich ist, wo du sagst, wow, der ist echt faszinierend. Er ist genial. Da musst du dich an eine Sache erinnern. Menschen werden in der Öffentlichkeit belohnt für das, was sie über Jahre privat geübt haben. Leute sagen zu mir, wie machst du das? Du gehst darauf und sprichst über 3 Tage hinweg, ohne dir irgendwelche Stichpunkte zu machen. Das ist unglaublich. Wie ein Konzert. Wie machst du das? Woher kommt dein Selbstbewusstsein? Weißt du, das ist jetzt kein Selbstbewusstsein mehr. Das ist Erfahrung. Aber ich habe so viel hinter den Kulissen gemacht und das mache ich immer noch. Ich meine, wie viele Leute wissen, dass ich seit meinem 17. Lebensjahr Folgendes mache, bevor ich auf die Bühne gehe? Ich meine, ich bräuchte es heute nicht mehr, aber ich mache es immer noch. Ich gehe nicht raus auf die Bühne, bevor mein Geist nicht in einem absoluten Höchstleistungszustand ist.
Weißt du, es gibt Tage, wo mir mein Rücken wehtut. Mein Hals tut mir weh, ich hatte selber eine Herausforderung. Mein Vater ist gestorben und trotzdem habe ich vor all den Leuten abgeliefert. Weil einer meiner Standards ist, mich komplett hinzugeben. Jedes Event soll besser sein als das letzte. Sprich mit irgendjemandem, der meine Events über 5 Jahre besucht hat. Einiger unser Trainer zum Beispiel. Sie werden dir sagen, ich weiß nicht, wer das macht. Er schafft es immer noch, jedes Event zu toppen. Und das ist jetzt kein Ego-Ding von mir, sondern einfach ein Standard von mir. Ich muss einen Weg finden, das möglich zu machen. Und mein Ritual dazu ist, ich bereite mich gut vor. Ich denke darüber nach. Ich bekomme neue Informationen darüber, was Menschen brauchen. Ich verbringe Zeit mit unseren Kunden. Ich sehe, was abgeht. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe, dann habe ich auch ein Ritual, um mich in den richtigen Zustand zu bringen. Und das mache ich, wie gesagt, seitdem ich 17 bin. Ich sage mir selbst, ich befehle nun meinem Unterbewusstsein, und das sage ich laut, ein paar Mal, das ist so wie ein Zauberspruch, um meinen Körper und Geist zu beeinflussen. Ich befehle nun meinem Unterbewusstsein, so vielen Menschen wie möglich heute zu helfen, um mir die Kraft, die Emotionen, den Mut, den Humor, was auch immer es braucht, zu geben, damit ich diesen Menschen zeigen kann, wie sie ihr Leben sofort verändern können. Und ich habe damit angefangen, als ich in meinem Volkswagen unterwegs war, für 45 Minuten zu meinem ersten 1:1 Coaching-Termin. Jetzt sage ich das nicht mehr für nur eine Person, sondern für ganz viele Menschen. Manchmal 10.000 Menschen, wo ich dann 50 Stunden abliefere. Und bevor ich auf die Bühne komme, mache ich das jedes Mal. Es ist ein Ritual. Ein Ritual, was mich in einen Höchstleistungszustand versetzt. So welche Höchstleistungszustände kommen nicht einfach so vorbei, durch Zufall. Genauso entstehen großartige Ideen nicht einfach so durch Zufall. Ich habe mal mit Michael Jordan gesprochen. Da war er gerade an der Spitze seiner Karriere. Das werde ich niemals vergessen. Ich sah mir sein letztes Spiel an und verbrachte ein bisschen Zeit mit ihm backstage. Das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich glaube, er ist der beste Basketballspieler aller Zeiten. Und ich fragte ihn, was zeichnet dich aus, Michael? Was ist es? Ist es gottgegebenes Talent? Sind es deine Fähigkeiten? Was ist es? Und er sagte, Tony, weißt du, ich sage es dir ganz direkt, ich versuche jetzt nicht demütig zu sein oder sowas. Ich habe großes Talent, große Fähigkeiten. Ich arbeite sehr hart. Aber weißt du, was es wirklich ist? Es sind meine Standards. Jeden Tag erwarte ich mehr von mir selbst, als jeder andere irgendetwas von mir erwarten könnte. Ich konkurriere nicht mit irgendjemand anderes. Ich konkurriere mit dem, wozu ich fähig bin. Und das ist eine Art Zauberformel. Weil mit wem oder was ihr Zeit verbringt, das werdet ihr sein. Einer der größten Gründe, warum ich angefangen habe, zu Seminaren zu gehen, als ich 17 war, ist, weil niemand in meinem Umfeld ein gutes Vorbild war. Ich konnte Biografien über jemanden lesen, aber sich mit diesen Menschen zu umgeben, in ihrem Umfeld zu sein, ist was ganz anderes. Mit jemandem zu arbeiten, der diesen Standard lebt, ist ganz anders. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die niedrige Standards haben und du versuchst, mit ihnen zu konkurrieren, du musst da dann nicht mal in einen Wettkampf gehen. Du sagst dir einfach, okay, das kann ich schon. Vielleicht erinnert ihr euch auch an Jerry Springer, ein Talkshow-Moderator. Und ich habe mich immer gefragt, wo findet er diese Leute, die in seine Talkshow kommen? Und warum schauen sich Menschen so etwas überhaupt an? Ich kann dir sagen, warum es Menschen gibt, die sich so etwas anschauen. Weil sie sehen, dass ihr Leben dann eigentlich ganz gut ist im Vergleich zu dem Leben von ihm oder ihr da im Fernsehen. Und das hindert sie daran, voranzukommen. Du musst dein Leben nicht verändern. Alles, was du tun musst, ist, dir Menschen zu suchen, die niedrigere Standards haben als du. Und dann wirst du dich gut mit dir selbst fühlen. Aber das ist deine Illusion. Das Einzige, was dich glücklich machen wird, mein Freund, und das gilt für dich und für jeden anderen, ist, auf das nächste Level zu kommen. Das bedeutet, deine Standards zu erhöhen. Herauszufinden, wozu du in der Lage bist. Diese unglaubliche Power zu spüren, dass du alles überwinden kannst, was dich zurückhält. Und immer mehr zu deinem wahren Ich zu werden. Das ist, worum es in diesem Spiel geht. Schauen wir uns den besten Golfer der Welt an, Tiger Woods. Was ist seine Vision? Golfturniere zu gewinnen? Nein, der Beste zu sein. Der Beste, der jemals gelebt hat. Das ist seine Vision, sein Ziel. Aber das Interessante daran ist, dass er das durch Rituale geschafft hat. Wenn du nur eine Vision hast, aber keine Rituale, dann sage ich dir, hör auf, dich anzulügen. Er hat angefangen, Dinge zu tun, die niemand anderes vor ihm gemacht hat. Er hat angefangen, Gewichte zu heben.
Golfer, die Gewichte heben? Nein, sowas gab es nicht. Er ging raus und er veränderte seinen Schwung, als er der Beste auf der Welt war. Weil er wusste, wenn er der Beste sein wollte, der jemals gelebt hat, dann musste er seinen Schwung verändern. Wenn du eine Sache über Golf weißt, dann ist es, dass du deinen Schwung nicht veränderst, wenn du der Beste bist. Er ging also los und lernte einen neuen Schwung, weil er andere Rituale hatte als andere Golfer. Jetzt kopieren viele Leute seine Rituale, um besser zu werden. Wenn du dir jemand anschaust wie Michael Phelps, den Schwimmer, und wenn ich mich recht erinnere, gab es nur zwei Leute, die 7 Goldmedaillen gewonnen haben in einem Event. Und hier kommt ein Typ, der schon 7 Stück hat und er ist erschöpft und macht sich bereit für das finale Schwimmen. Und wie hat dieser Typ es geschafft zu gewinnen? Mit einem Hundertstel einer Sekunde. Glaubst du, das war eine besondere Fähigkeit, die ihn an die Spitze gebracht hat? Oder war es auch ein Standard? Weil er sich so definiert. Das ist, wer ich bin. Ich bin der Champion und niemand kann mir das nehmen. Und mit so einem kleinen Vorsprung pushte er sich noch vor seine Konkurrenten. Wer Michael Phelps kennt, weiß, dass das, was ihn dahin gepusht hat, seine Rituale waren. Studiert diesen Typen. Die meisten Leute, die schwimmen, haben diese unglaublichen Workouts. Er macht 2 bis 3 dieser Workouts pro Tag. Alle anderen Schwimmer dachten, er sei verrückt. Das ist zu viel, Übertraining, das kann man so nicht machen, das ist nicht möglich. Aber er hatte andere Standards und seine Rituale halfen ihm dabei, diese Standards wahr werden zu lassen. So, hier kommt jetzt meine finale Ansage an euch. Ich will, dass euer nächstes Jahr nicht so wird wie euer letztes Jahr. Und auch wenn das letzte Jahr toll war, belasst es nicht dabei. Erhöht eure Standards. Auch wenn dein Leben perfekt ist, das, was dich dauerhaft glücklich machen wird, ist es, noch perfekter zu machen. Das ist, was uns lebendig fühlen lässt. Es ist nicht, was wir bekommen, was uns glücklich macht, sondern wer wir werden und was wir anderen Menschen geben können, weil wir so werden. Seinen Beitrag zu leisten ist unglaublich wichtig für Menschen und verbunden mit tiefem Sinn. Genug geredet. Was darfst du jetzt tun, damit du in die Praxis kommst? Erstens, was ist dein Bereich in deinem Leben, wo du wirklich wachsen willst? In welchem Bereich ist es wichtig für dich, dich zu verbessern? Wenn es deinem Körper gut geht, wie wäre es dann mit deiner Karriere oder deiner Beziehung, einer Intimbeziehung speziell? Oder deine spirituelle Beziehung oder deine Finanzen? Finde einen Bereich, wo du dich verbessern könntest. Zweitens, dann schreibst du dir auf, wie dein aktueller Zustand in diesem Bereich ist, so genau wie möglich. Das bedeutet, du schreibst auf, ich habe jetzt 12,5 Kilogramm Übergewicht und mein Körperfett ist so und so viel. Ich wache morgens total kaputt auf und wichtig hierbei, sei ehrlich zu dir. Schreib es dir ganz ehrlich auf. Wo bist du gerade? Ich bin gerade in keiner Beziehung, aber ich möchte gerne eine haben. Ich finde keinen Partner, keine Partnerin. Alle, die interessant wären, sind schon vergeben. Das ist, was ich wahrnehme. Oder ich bin in einer Beziehung und Gott, es wäre schön, wenn ich in keiner wäre. Ich plane jetzt schon meine Flucht. Oder ich bin schon glücklich mit meinem Partner, meiner Partnerin. Aber mir fehlt es an Leidenschaft. Schreib es ganz ehrlich auf. Drittens. Dann schreibst du dir auf, was deine Rituale waren, die dich dahin gebracht haben. Dazu musst du auch sehr ehrlich zu dir sein, weil egal was für Ergebnisse du bekommst, auch wenn sie dir nicht gefallen, du hast bestimmte Rituale, die dich dahin geführt haben. Rituale, was du isst oder was du nicht isst, wie du schläfst oder auch eben nicht, ob du Leidenschaft für eine Sache hast oder nicht. Und in der Regel ist es nicht nur eine Sache, sondern ein paar Sachen. Sie können minimal sein. Diese Rituale treten immer wieder auf und sind der Grund, warum du dann merkst, hey, mir wird alles zu viel. Ich kriege die Beziehung ja eh nicht hin. Ich kann eh nicht abnehmen. Ich kann eben kein Geld machen. Schreib alle Rituale auf, die du in diesem Bereich hast, die wichtig dafür sind. Nummer 4. Dann schreibst du dir auf, was du willst. Was ist deine Vision? Und das machst du auch so genau wie möglich. Ich will einen Weg finden, um das möglich zu machen. Mich so stark fühlen wie noch nie zuvor. Oder was auch immer es ist. Nummer 5. Wenn du eine Vision erschaffen hast, dann schreibst du alle Rituale auf, die dich dahin führen. Was kannst du jeden Morgen tun, um dich so stark wie noch nie zuvor zu fühlen? Wie oft musst du trainieren gehen? Wann und wie? Wenn du Rituale zu einer bestimmten Uhrzeit durchführst, umso besser. Es wird durch die Kopplung an eine bestimmte Uhrzeit fest in dich einprogrammiert.
Lass mich dir sagen, Willensstärke ist nicht anhaltend. Rituale werden für immer bestehen bleiben. Ich wette, du hast bestimmte Rituale, die du schon seit Jahren machst. Obwohl einige von denen dir sicherlich nicht dienen, die nicht gut tun. Ich will dir sagen, wecke dich selber auf. Wenn du ein neues Jahr willst und ein neues Leben, dann starte nicht am 1. Januar. Fang heute an. Starte direkt nach diesem Video. Und schau mal, was passiert, wie einfach es ist. Du musst nicht 100 neue Rituale haben. Erschaffe einfach 2 bis 3 neue. Und weißt du, was dann passiert? Du bekommst Momentum. Denn wenn du in einem Bereich Disziplin zeigst, dann wird es auf andere Bereiche in deinem Leben übergreifen. Es gibt immer 2 Schmerzen im Leben. Den Schmerz der Disziplin und den Schmerz des Bereuens. Und wie mein Freund Jim Rohn mir beigebracht hat, das Bereuen wiegt Tonnen. Du willst Sachen nicht bereuen. Also, was willst du verändern und wie willst du es verändern? Und wenn du selbst nicht darauf kommst, frag die Leute um dich herum. Oftmals wissen sie genau, was dir fehlt. Starte mit dir selbst. Starte jetzt. Fang an und ganz schnell wirst du stolz auf dich sein. Und was wäre das für ein wunderschönes Gefühl, wenn du spürst, dass du die Kontrolle über dein Leben zurückgewinnst oder ein bereits gutes Leben auf ein nächstes Level zu führen? Denn wenn du das tust, dann wirst du merken, du hast so viel zu geben. Deinen Kindern, deinen Freunden, deiner Familie. Und im Endeffekt geht es im Leben genau darum. Das nächste Jahr ist jetzt. Fang an. Stell dir vor, du hast einen Termin mit dem berühmtesten Coach der Welt, Tony Robbins, und er gibt dir den Masterplan, die absolute Abkürzung zu deinem Erfolg mit. Er verrät dir, was er gerne schon mit Anfang 20 gewusst hätte, um viele Dinge anders, schneller und besser zu machen. Du würdest dir Zeit, Geld und ganz viel emotionalen Schmerz und Stress ersparen. Wie viel wäre dir dieser Termin wert? Wie viel würde dieser Termin wohl kosten? Das Gute ist, er ist umsonst. Und gleich jetzt und hier. Bleib einfach dran, wenn du so schnell wie möglich dein Traumleben erschaffen möchtest und erfolgreich sein willst. Viel Spaß! Was sind die Dinge, die ich wie Schätze aufbewahre, an die ich mich für immer erinnern möchte? Und was habe ich daraus gelernt? Was kann ich daraus ziehen, um mein nächstes Jahr und mein nächstes Jahrzehnt so erfüllt wie möglich zu gestalten? Und was kann ich dir mitgeben? Wenn du das jetzt hörst, dann möchte ich, dass du dich fragst, hey, was war gut in meinem Leben und was war nicht so gut? Womit will ich weitermachen und womit nicht? Was für Lektionen hast du gelernt und inwiefern prägt das nun deine Zukunft? Und vielleicht ist eine wichtige Lektion gleich zu Beginn, dass wir uns bewusst darüber werden, dass keine Phase ewig anhält. Der Winter hält nicht ewig an. Ein emotionaler Winter genauso wenig. Ein finanzieller Winter auch nicht. Ein herausfordernder Winter genauso wenig. Und der Frühling kommt irgendwann und löst den Winter ab. Aber wir dürfen lernen, den Winter auch zu nutzen. Vielleicht ist gerade Frühling bei dir. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du dich gerade selbstständig gemacht, eine neue Partnerin, einen neuen Partner kennengelernt und du bist total aufgeregt. Vielleicht bist du auch gerade in der Erntephase und genießt die Früchte von deiner vergangenen Arbeit. Aber jetzt gerade endet wieder ein Jahr und ein neues beginnt. Und das ist immer eine gute Zeit, um zu entscheiden, wie dein weiteres Leben aussehen soll. Was will ich noch erreichen in meinem Leben? Wie würde ein Leben nach meinen Wunschvorstellungen überhaupt aussehen? Nicht ein Leben aus meiner alten Denkgewohnheit heraus, sondern aus einer neuen, einer, die mich noch mehr beflügelt. Und dann solltest du dich dafür entscheiden und anfangen, das wahrzumachen. In jedem Augenblick kann sich nämlich dein gesamtes Leben verändern. Wir alle wissen das. Das Leben kann mitten im Schlaf enden. Und wir nehmen so viele Dinge für selbstverständlich. Mein guter Freund und Mentor Jim Rohn, er war mein Lehrer und ich traf auf ihn, als ich 17 Jahre alt war. Er öffnete mir die Tür zu einer neuen Art und Weise, diese Welt zu betrachten.
Und zwar nicht das Leben darum zu bitten, leichter zu werden, sondern das Leben darum zu bitten, besser zu werden. Wie werde ich besser? Er gab mir folgendes Geheimnis mit, das ich dir jetzt mitgebe. Also pass auf. Das Geheimnis des Lebens ist, härter an sich zu arbeiten. Härter als an deinem Job oder etwas anderem. An sich selbst zu arbeiten ist wichtig, weil dann entwickle ich etwas und habe etwas, was ich anderen Menschen geben kann. Und dieser Mann hat mich wirklich geformt. Als er starb, dachte ich nur, wow. Ich habe ihn kennengelernt, als ich 17 war. Zu dem Zeitpunkt begann meine Reise erst und werde dir nun mal bewusst, dass nur ein paar neue Ideen so einen Einfluss auf mein Leben genommen haben. Und auch auf das Leben von so vielen anderen Menschen. Also hol jetzt bitte nochmal alles aus dir raus und frage dich, was brauchst du, um das Leben zu führen, was du führen willst? So dass du deine Erwartungen an dich selbst erfüllst. Du darfst dir bewusst werden, dass sich das Leben so schnell ändern kann. Von einem Moment auf den anderen. Und dann brichst du durch und bist einfach nicht mehr aufzuhalten. Das ist möglich. Auf einmal hast du einen Geistesblitz, ein Gefühl, eine Strategie, das es auf einmal möglich macht für dich. Dein Schmerz verändert sich dann in zum Beispiel Glück. Oder nimm bewusst eine Situation, die vielleicht echt schlimm für dich war, und nehme sie jetzt aber als Treibstoff, um dein Leben besser zu machen. Jim Rohn gab mir wirklich einen Schlüssel zu einer Tür, die ich alleine nicht aufbekommen hätte. Er gab mir auch eine Antwort auf eine Frage, die ich selber nie beantworten konnte. Und da war ich auch 17. Ich fragte ihn, hey, alle meine Väter waren doch gute Männer. Aber wir verhungerten an Thanksgiving. Wir hatten kein Essen. Ich meine, wir starben nicht, aber es war hart. Aber sie waren doch gute Männer. Warum konnten sie dann kein Geld machen? Und dann sagte er Folgendes. Halt dich fest. Tony, wir sind alle gleich viel wert als Seelen, aber wir sind nicht alle gleich viel wert auf dem Markt. Wir haben nicht alle den gleichen Marktwert. Er sagte, dein Job ist es, einen Weg zu finden, mehr wert für andere Menschen zu sein und mehr für sie zu tun als alle anderen in deiner Branche. Und dann wird es kein Limit für die Qualität deines Lebens geben. Kein Limit für dein Business oder irgendwas anderes. Und er gab mir eine gute Metapher mit. Schau mal, wenn du für McDonald's arbeitest, und ich glaube, zu der Zeit haben Mitarbeiter bei McDonald's den Mindestlohn bekommen. Wenn du da arbeitest, dann bekommst du so gut wie nichts, weil dein Job zu einfach ist. Jeder kann diesen Job innerhalb von kurzer Zeit erlernen. Das ist, warum du den Mindestlohn bekommst. Ich erzählte ihm dann von einem Milliardär, einem Hedgefondsmanager. Der hat 1 Milliarde gemacht in dem Jahr. Und für mich war das irgendwie unfair, dass er so viel Geld machte und eine Lehrkraft gerade mal $30.000 im Jahr. Und er sagte nur, Tony, so sieht es auf der Oberfläche aus. Aber was hat der Milliardär wirklich gemacht? Er ließ das Kapital seiner Kunden um 38% wachsen. Wo die meisten nur so 2% hinbekommen, schaffte er 38%. Er ermöglichte es Kindern, die Schule zu besuchen. Er gründete Unternehmen, auch Non-Profit-Organisationen. Er besaß einfach so viel Geld. Aber er hatte auch einen unvorstellbaren Marktwert. Er sagte dann, dein Job im Leben ist es, beziehungsweise das, was deine Väter nicht hinbekommen haben, ist Folgendes. Du musst härter an dir selbst arbeiten. Härter als an deinem Business. Du musst mehr wert sein für andere als alle anderen. Und von diesem Gedanken wurde ich besessen. Und heute habe ich 74 Unternehmen und mit diesen Unternehmen machen wir ca. $6 Milliarden. Die Bereiche, in denen wir tätig sind, sind so unterschiedlich. Aber in jedem einzelnen Bereich bin ich reingegangen und habe mich gefragt, wie kann ich mehr Wert für andere erschaffen als alle anderen in diesem Bereich? Und wenn du das tust, dann wirst du wachsen. Das durfte ich durch Jim Rohn lernen. Und bitte, hör auf zu zweifeln. Zweifel sind wie die Pest und Selbstzweifel sind so gut wie die schlimmsten. Ein Mensch zweifelt an sich selbst.
an dem, was möglich ist, an dem, ob er durchhalten kann, ob er das wirklich schaffen kann, ob er so viel verdienen kann, ob er jemals sein Bestes selbst erreichen kann. Und du kannst dir vorstellen, was für einen Schaden du damit anrichtest, besonders für deine Zukunft. Oder wenn du dir permanent Sorgen machst. Das ist echt eine schlimme Krankheit. Sorgen machen führt zu gesundheitlichen Problemen, zu sozialen Problemen, familiären Problemen. Sorgen machen ist zerstörerisch. Wenn du dir nur lang genug Sorgen machst, dann wirst du auf deine Knie fallen und nur schwer wieder aufstehen. Glaub mir, ich weiß, wie schlimm das sein kann. Ich war mal bekannt dafür, mir immer über alles Sorgen zu machen. Und ich gebe dir jetzt einen Ratschlag mit, wie du mit Sorgen umgehen solltest. Gebe sie auf. Wer braucht die schon? Ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich sage, dass es das wert ist. Ich brauchte fast ein Jahr, um raus aus meiner Sorgenspirale zu kommen. Und glaube mir, das war kein leichtes Jahr. Aber schlussendlich habe ich dieses Sorgenkind in mir losgelassen und entdeckt, dass ich ein wunderschönes Leben führen kann, ohne mir ständig Sorgen zu machen. Es ist natürlich nicht frei von Herausforderungen, Schwierigkeiten und auch nicht ganz frei von Sorgen. Aber es ist wunderschön. Ich habe es gelernt und du kannst das auch. Was will ich dir noch mitgeben? Sei nicht übervorsichtig. Das ist der Grund, warum viele Menschen einfach nicht viel haben, weil sie zu vorsichtig sind. Du kannst natürlich auch zu rücksichtslos sein, aber du kannst auch zu vorsichtig sein. Eine ängstliche Einstellung zum Leben zu haben, ist nicht gerade förderlich. Ich war immer sehr vorsichtig, wenn ich Risiko gespürt habe. Dann ging die Frage rein in meinem Kopf los. Was könnte bloß alles passieren? So zu denken und zu fühlen, nennt man auch die Sprache der Armen. Und hier musst du die Seiten der Münze wechseln und von einem Zweifler zu einem Gläubigen werden. Was ist, wenn etwas passiert? Und wenn es passiert, dann komme ich da nie wieder raus, richtig? Also fange ich lieber niemals an. Schau mal, ich war sehr gut darin, mich immer rauszureden. Und jetzt verrate ich dir, was mein ganzes Leben verändert hat. Ich habe herausgefunden, dass alles risikoreich ist. In der Minute, in der du geboren wurdest, fing das Risiko an. Wenn du denkst, dass es risikoreich ist, es zu versuchen, dann warte mal ab, bis du irgendwann die Quittung dafür bekommst, dass du es nicht versucht hast. Das ist auch ein Risiko. Wenn du denkst, zu investieren ist riskant, dann schätze mal ab, wie riskant es ist, nicht zu investieren und Profite zu machen. Alles ist riskant. Heiraten ist riskant. Kinder zu haben. Sich selbstständig zu machen. In dich zu investieren. Nicht in dich zu investieren. Ich sage dir gerade, wie viel Risiko in diesem Leben steckt. Super viel. Denn keiner wird es überleben. Wir werden alle sterben. Ist das nicht super riskant? Super riskant zu leben? Das nenne ich mal ein Risiko. Also, versuche es. Gib den Dingen eine faire Chance. Und vielleicht befolgst du die Ratschläge, die ich dir jetzt mitgegeben habe. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Next und ich liebe Coaching. In diesem Video erklärt der wohl berühmteste Coach der Welt, Tony Robbins, wie du die exakte Formel für langfristiges Glück und auch Unglück finden kannst. Welches nicht nur für den Moment anhält. Es ist so leicht und doch so schwer. Aber wenn wir ein paar Regeln beachten, ist es möglich, langfristig glücklich zu sein. Das werden wir allerdings nur erreichen, wenn wir uns dazu entschließen, unser Leben endlich in die eigene Hand zu nehmen und raus aus der Opferrolle zu treten. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Vergiss niemals, du bist unbesiegbar. Also, wodurch wird dein Unglück und deine Unzufriedenheit kreiert? Wodurch entsteht das daraus resultierende Leid? Meine ultimative Frage ist, die ich mir jedes Mal stelle, wie kann ich jemandem helfen, über seinen eigenen Schatten zu springen? Was kann ich dabei tun? Die Essenz besteht daraus, dass wir uns lebendig, am Leben fühlen müssen. Wir müssen uns so fühlen, als würden wir ständig wachsen. Doch was gehört dazu, um glücklich und zufrieden zu sein? Die Antwort
ist ein Wort. Fortschritt. Und der Fortschritt ergibt Zufriedenheit. Der Fortschritt wird dich zur Zufriedenheit führen. Du wirst dich auf das nächste Level bringen. Du wirst Stufe für Stufe höher steigen. Du wirst dich lebendig fühlen, solange du voranschreitest. Auch wenn du in diesem Moment nicht da bist, wo du eigentlich sein willst, solange du weitermachst und nicht aufgibst, wirst du dich immer weiterentwickeln können. Das ist dein Weg zur Zufriedenheit. Auf der anderen Seite ist es egal, wie erfolgreich du bist. Wenn du nicht mehr an dir selber wachsen kannst, wirst du innerlich sterben. Es ist wirklich simpel. Wenn du nicht weißt, wie du Zufriedenheit und Glück erlangen kannst, dann frage dich Folgendes. Was ist dein Plan? Was ist deine Geschichte? Und wie wird diese Geschichte weitergehen? Wir leben in einer Kultur, die uns beibringt zu glauben, Anerkennung erst dann zu bekommen, wenn wir wirklich Großes geleistet haben. Etwas Spezielles und Einzigartiges. Doch was ist groß? Was ist speziell und was ist einzigartig? Ist zum Beispiel ein Lehrer nicht speziell oder einzigartig? Oder eine Mutter, die Tag und Nacht zu Hause für ihre Kinder da ist? Ist sie nicht einzigartig und besonders? Diese Menschen behandeln wir so, als wären sie es nicht. Deshalb scheint das alles nicht mehr gut genug zu sein, was wir tun. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Frauen sich gegenseitig niedermachen, indem sie sagen, was? Du bist nur eine Hausfrau? Schau, manches Leid in unserer Gesellschaft kommt alleine daher, dass wir versuchen, uns gegenseitig in eine Schublade einzusperren. Und jetzt kommt was, was dich glücklich oder unglücklich machen wird. Wirklich simpel. Machen wir einen kleinen Test, okay? Wenn du gerade dein Leben von außen betrachtest, gibt es sicher Dinge, mit denen du nicht zufrieden bist oder auf die du nicht gerade stolz bist. Aber genauso gibt es Dinge, auf die du sehr stolz bist und die dich sehr glücklich machen, oder? Frag dich nun, was in deinem Leben macht dich glücklich? Auf was bist du stolz? Was auch immer es ist, vielleicht deine Familie, deine Karriere oder deine Finanzen. Was auch immer es ist, frage dich nun, warum du dich gerade für das entschieden hast. Warum macht es dich zufrieden? Der Grund dafür ist, dass diese Tatsache, die du gewählt hast, mit deiner Geschichte, mit deinem Glauben, mit deinen Vorstellungen übereinstimmen. Oder weil diese Tatsache sogar besser ist, als du es dir vorgestellt hast. Ist es nicht so? Und jetzt denk mal bitte an etwas, womit du in deinem Leben richtig unzufrieden bist. Was ist die Formel für Unzufriedenheit? Wir haben gelernt, du bist zufrieden, wenn deine Erwartungen, Wünsche oder Träume erfüllt sind. Oder sogar noch darüber hinausgehen, besser als das, was du dir vorgestellt oder erträumt hast. Es gibt einem also ein gutes Gefühl, seine Ziele erreicht zu haben. Aber was lässt dich jetzt schlecht fühlen? Was lässt dich Schmerz, Stress oder Frustration fühlen? Sei ehrlich zu dir. Es gibt doch immer Schwankungen im Leben, oder? Wenn du erfolgreich in deiner Karriere bist, wirst du vielleicht nicht so viel Zeit für deine Familie haben. Oder wenn du den Fokus auf deinen Körper und deine Fitness legst, dann würdest du vielleicht nicht so viel Zeit für deine Finanzen haben. Und deine Finanzen würden nicht so gut aussehen wie dein Körper. Was ich dir damit sagen will ist, nicht alles im Leben kann immer super laufen. Aber was wir tun können ist, auch diese Dinge zu akzeptieren. Wichtig ist, sich selbst immer sehr gut zu reflektieren und zu schauen, hey, wo stehe ich jetzt und wo will ich in Zukunft stehen? Und wenn du nun festgestellt hast, womit du nicht zufrieden bist, dann stell dir diese Frage. Wieso bist du damit nicht zufrieden? Und jetzt gibt es zwei Wege, die du gehen kannst. Du kannst jetzt sagen, du nimmst die Dinge in die Hand und du versuchst, sie zu ändern. Oder aber du rennst vor deinem Problem weg. Was auch immer dich unglücklich macht, frage dich, warum ist das so? Die Formel für Unzufriedenheit ist, dass deine Vorstellung, deine Wünsche oder deine Träume nicht mit deiner jetzigen Situation übereinstimmen. Und das führt zu Frustration und Unwohlsein. Die Menschen werden nämlich meistens unglücklich, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie es sich
gewünscht hätten. Sei es beruflich oder privat. Wenn du eine Geschichte in deinem Kopf hast, wie dein Leben aussehen sollte, doch die Realität mit deiner Geschichte nicht übereinstimmt, dann führt dies zu einem großen Unglück. Du fühlst dich nicht wohl, du bist unglücklich. Und unsere Gesellschaft nimmt dabei noch großen Einfluss auf uns. Als Beispiel, es gibt dünne Menschen und Menschen, die ein bisschen mehr Kilos drauf haben. Beide Seiten können sich gut oder schlecht damit fühlen. In einigen Ländern wird zum Beispiel gesagt, Big is beautiful. Und wenn du dann auf dieses Bild der Gesellschaft passt, wirst du eher zufrieden mit dir sein, als in einer Gesellschaft, in der stärker gebaute Menschen herabgestuft werden. Das gleiche gilt für dünne Menschen. Auch sie können von einer Gesellschaft herabgestuft werden. Sie können sich dann so fühlen, als seien sie nicht genug. Hey, das Leben ist da, um es zu leben. Jedoch setzen wir manchmal unsere Ansprüche zu hoch oder zu niedrig. Oder wir lassen uns von unserer Gesellschaft beeinflussen. Wir haben alle eine einzigartige Identität. Eine Geschichte in unserem Kopf, wie wir uns unser Leben vorstellen. Doch wenn etwas im Leben passiert, was davon abweicht, macht uns das unzufrieden und unglücklich. Und dann verlieren wir die Kontrolle über unser Leben und fügen uns selber Leid zu. Und das ist wichtig. Du bist derjenige, der dir dein Leid zufügt. Niemand anderes. Wachstum, Fortschritt und Geben, seinen Beitrag zu leisten. Diese beiden Dinge lassen uns lebendig, lassen uns am Leben fühlen. Ständiges Wachstum, härter und härter an seinen Zielen zu arbeiten. Hey, du hast alles in deiner eigenen Hand. Du kannst alles sein, was du willst. Deshalb fühl dich bitte nicht hilflos. Solange du ständig an dir arbeitest, wird sich die Arbeit irgendwann auch auszahlen. Wenn du unzufrieden bist und leidest, dann verläuft dein Leben gerade nicht nach deinen Vorstellungen und deswegen fühlst du dich hilflos. Und was folgt daraufhin meistens? Wir versuchen jemandem die Schuld dafür zu geben. Auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht, versuchen wir jemandem die Schuld zu geben. Versuchen uns selbst vielleicht die Schuld dafür zu geben. Und für den Moment mag man sich dabei gut fühlen, aber langfristig gesehen zerstört es uns nur selbst und der Fortschritt wird dabei gestoppt. Deswegen, du hast nur eine Wahl, wenn gerade etwas nicht so läuft, wie du es willst. Du musst dein Leben wieder in deine eigenen Hände nehmen und es formen. Wie oder was auch immer, du kannst immer etwas ändern. Doch sollte da etwas sein, was für den Moment unmöglich erscheint, dann solltest du deine Erwartungen entsprechend anpassen. Wenn wir etwas nicht unter Kontrolle haben, können wir uns selbst immer noch ändern und uns anpassen. Doch wenn du dich selbst als hilflos betrachtest, wird dich das möglicherweise direkt in eine Depression führen. Deshalb verändere dich oder passe deine Vorstellung auf deine jetzige Situation an. Und wenn du eine Idee hast, wie dein Leben aussehen könnte, dann verfolge diese Idee und versuche sie so gut wie möglich umzusetzen. Versuche herauszufinden, was du wirklich im Leben willst und was du dazu brauchst. Nutze die Möglichkeiten, die dir gegeben sind, um deine Ziele zu verfolgen. Egal was für ein Ziel du hast, du kannst es erreichen. Durchbreche deine eigenen Schatten und lasse deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ganz egal, was die anderen sagen. Die Hauptsache ist, dass du glücklich bist. Und was ist der Sinn in unserem Leben? Der Sinn ist ständiges Wachstum und ständiges Geben. Bleib dran, dein Leben zu ändern. Oder wenn dir eine Situation als unmöglich erscheint, dann passe deine Vorstellung an diese Situation an. Du brauchst Zeit, um Änderungen zu schaffen. Du brauchst Geduld, um mit dem darauf resultierenden Stress erstmal klarzukommen. Und du musst dich deinen Ängsten stellen, um zu wachsen. Versetze dich in die Lage, wo du herausfindest, was wirklich wichtig im Leben ist. Für dich. Aber, was auch immer geschieht, mach dir klar, du bist noch viel, viel mehr als alle deine Ziele, die du verfolgst. Manchmal muss man erst richtig fallen und durch die Frustration durch. Aber auf all die Dinge, auf die du jetzt gerade vielleicht nicht so stolz bist, wirst du eines Tages stolz sein und dankbar sein. Denn all diese Dinge haben dich zu der Person gemacht, die du heute bist.
und dich gibt es nur einmal mit deiner ganz persönlichen Geschichte. Und manchmal führt uns eine Enttäuschung zu den wirklich wahren Dingen im Leben. Was auch immer passiert und was auch immer dir passiert ist, es geschah und es passiert immer noch für dich, damit du wächst. Weißt du, manche Menschen haben keine Ziele oder Vorstellungen und das ist ihr gutes Recht. Aber Menschen, die weiter an sich wachsen, werden mehr Stärke erlangen als jene, die sich unterkriegen lassen. Welche Challenge auch immer auf dich zukommen mag, versuche immer über deinen eigenen Schatten zu springen. Nur so wirst du stärker werden und deine Ängste verlieren. Sammle deine Erfahrung und verändere das, was du verändern möchtest. Ob es deine Finanzen sind, deine Karriere, deine Beziehung zu deinen Mitmenschen oder. Du brauchst immer Futter für deine Gedanken. Füttere sie mit Dingen, die wirklich wichtig sind. Ich möchte einfach, dass du dich genau fragst, wie du dein Leben in deine Hände nehmen kannst. Lebe stark und lebe mit Leidenschaft. Was ist es, was die Menschen davon abhält, das zu tun, was sie tun wollen? Tut mir leid, dass die Antwort so simpel ist, aber es ist Angst. Na, erschauderst du schon, wenn du das Wort hörst? Viele sagen, ich weiß nicht, warum ich mich so fühle, was ist das? Es nennt sich Angst. Jeder hat Angst, dass er irgendwie nicht gut genug ist. Nicht reich, nicht klug, nicht jung, nicht schnell genug. Aber die Dinge trotzdem zu tun, obwohl man Angst hat, das wäre die Lösung. Wir dürfen diesen Ich-mache-es-trotzdem-Muskel trainieren, sodass du es sofort automatisch tust. Denn wenn du erst einmal Zeit zum Denken hast, dann wird es immer härter. Du verlierst Momentum. Anstatt es einfach zu tun, denkst du dann darüber nach und die Angst fängt an, dich einzunehmen. Und du denkst, ach komm schon, hör auf so viel nachzudenken, Mann. Jeder von uns hat irgendwelche Ziele. Wenn du ein neues Ergebnis erzielen möchtest, dein Unternehmen soll wachsen, du willst dich um deine Eltern kümmern, du willst diese Angst vor etwas loswerden, dann ist es logisch, dass du deine Handlung verändern musst, um neue Ergebnisse zu erschaffen. Selbe Handlung, selbe Ziele, neue Handlung, neue Ziele. Ganz einfach. Und doch so schwer. Wozu Menschen fähig sind, ist gigantisch. Was sie dann aber oftmals tun, ist enttäuschend. Es ist nicht so, dass wir es nicht können. Uns fehlt die entsprechende neue Handlung, weil wir allzu schnell in bekannte Emotionen kommen, die uns dann dominieren, wie zum Beispiel Angst, die Angst, etwas falsch zu machen. Kennst du das? Und wenn du erst einmal in dieser Angst drin bist, ist logisch, dass das Resultat ein anderes sein wird als das, was du dir wünschst. Wofür es Mut braucht, Glaube und Liebe. Also der Schlüssel, um dein Leben so zu verändern, wie du es dir wünschst, ist folgender. Verändere deine Handlung. Aber um deine Handlung zu verändern, ist es wichtig, die Emotion davor zu verändern. Denn die kommen als erstes. Wie kannst du das also machen? Gerade, wenn du dich nicht danach fühlst. Es gibt zwei Wege und es funktioniert bei allen Menschen. Spitzenathleten, armen Menschen, reichen Menschen, Präsidenten, wirklich jedem. Du hast sicherlich schon von positivem Denken gehört, oder? Was kommt jetzt? Dann sagst du dir, ich bin glücklich, obwohl du es nicht bist. Aber das ist ein guter Anfang. Aber dein Gehirn wird kommen und sagen, verarsch mich nicht, du bist nicht glücklich. Ich bin dein Gehirn, ich weiß, wann du glücklich bist und wann nicht. Nein, was du brauchst, ist eine radikale Veränderung in deiner Physiologie. Also wie du deinen physischen Körper benutzt. Die Harvard University hat hierüber sogar eine Studie gemacht, die bewiesen hat, es gibt solche Powerpositionen. Und jeder kann das ausprobieren. Steh ruhig auf, stell dich gerade hin und umgreif mit deinen Händen deine Hüften, wie Superman oder Superwoman. Wenn du so stehst, dann hat die Wissenschaft bestätigt, dass du dein Testosteronlevel um 20% steigern kannst, Mann oder Frau. Dein Cortisol-Level, welches bekannt ist als Stresshormon, verringert sich um 22% und du bist zu 33% bereiter, Handlungen auszuführen, die du dich vorher nicht getraut hättest. Warum? Weil schlechte Emotionen Besitz von dir ergriffen haben. Zum Beispiel Angst. Unsere Emotionen beeinflussen unseren Körper. Diesen Körper brauchen wir zum Handeln. Unser Körper beeinflusst aber auch unsere Emotionen. Das war Nummer 1. Nummer 2. Jetzt machen wir mal eine Übung, okay?
Begib dich bitte mal gedanklich in die schlimmste Situation, die du dir vorstellen kannst. Deine Mama stirbt, dein Business geht unter, du verlierst die Liebe deines Lebens, Gott bewahre. Ab der Sekunde, wo du daran denkst, wirst du zu diesen angstvollen Gedanken und deine Handlungen sind logischerweise anders, oder? Oder? Das Ergebnis ist nicht das, was du dir wünschst. Und dann sagst du dir vielleicht, ich wusste es doch, ich kann's nicht. Und dann bist du schneller als gedacht in einer negativen Gedankenspirale. Negative Emotion gleich negative Handlung. Also, wie brechen wir aus so einer negativen Spirale? Indem wir unseren Fokus verändern. Indem wir bessere Fragen stellen. Frage dich jetzt, für was in deinem Leben bist du dankbar? Wenn du irgendwas hast, wofür du dankbar sein kannst, zum Beispiel deine Kinder, dass du atmen kannst, Arme, Beine hast, irgendetwas, was du mal erreicht hast, was du aus Liebe getan hast, wirklich etwas, wofür du dankbar bist, aus tiefstem Herzen. Hast du was gefunden? Gut. Dann schließe jetzt bitte deine Augen und konzentriere dich darauf, wie es sich anfühlt, wenn du extrem dankbar bist. Konzentriere dich auf den Moment der Dankbarkeit. Was erzeugt Dankbarkeit in dir? Beobachte. Wie atmest du, wenn du dankbar bist? Was geschah als Kind mit dir, als du dankbar warst? Da hast du dein Lächeln bestimmt nicht versteckt, oder? Das breite Lachen auf dein Gesicht. Denk jetzt an etwas, was unglaubliche Freude in dir auslöst. Positive Aufgeregtheit. Wenn du nur daran denkst, dann springt dein Herz vor Freude auf und ab. Stell dir vor, das ist gerade passiert vor deinem inneren Auge. Dein Durchbruch im Leben. Du erreichst alles, was du willst. Du bist mutiger als jemals zuvor. Dein eigener Superheld, deine eigene Superheldin. Du hast die Kontrolle über dein Leben. Sag mir, wie atmest du dann? Wie fühlt sich dein Körper an? Das fühlt sich gut an, oder? Wir können also unseren Zustand radikal verändern, allein durch unseren Fokus und durch unseren Körper, je nachdem wie wir ihn bewegen. Wenn du dich jetzt auf das konzentrierst, was du willst, offenbart dir das Leben Möglichkeiten. Es gibt keine Garantien, aber du erhöhst deine Chancen, wenn du deinen Zustand positiv veränderst. Und das geht, indem du lernst, deinen Fokus und deinen Körper zu steuern. Du bist der Boss. Wenn jemand jetzt sehr gestresst ist, dann ist das nicht einfach nur so, sondern er konzentriert sich auf etwas, was diesen Stress herbeiführt. Und oftmals passt sich der Körper dann auch an. Er fühlt sich angespannt an. Dann kommt noch die Sprache hinzu. Aber wenn er jetzt seinen Fokus verändert oder wie er steht, dann wird er sich anders fühlen. Lerne zunächst, deinen Fokus zu beherrschen. Dann deinen Körper. Und dann können sich neue, positive Gewohnheiten einschleichen. Wo du dich gut fühlst. Und ich rede nicht von irgendeinem aufgesetzten Sein, nein. Ich meine, dass du gelernt hast, deinen Körper und Geist zu beherrschen. Wie ein Yogi, wie ein Athlet. Wenn du dir nicht sicher bist, was du tun sollst im Leben, dann fängst du an zu zögern. Und das vernichtet Momentum. Und Momentum ist das, was eine Mannschaft gewinnen lässt, einen Manager gewinnen lässt. Es ist ein enormer Kraftaufwand, eine Rakete von der Erde aus starten zu lassen. Doch wenn sie erst einmal da oben am Fliegen ist, Momentum aufgebaut hat, ist es leicht. Sie braucht weniger Treibstoff, weniger Energie. Der Start deines Business, der Start abzunehmen, ist immer am schwierigsten. Aber wenn du einmal drin bist, dann wird es leichter für dich. Wir alle haben dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Schmerzen zu vermeiden. Das Bedürfnis nach Komfort. Manche Menschen holen sich diesen Komfort nach dem Stress durch eine Zigarette. Manche Menschen durch exzessiven Sport. Manche verschlingen eine Speise nach der anderen. Alles, weil sie nach Komfort suchen. Aber denk mal nach, wenn du jeden Moment deines Lebens in Sicherheit wärst, wenn du wüsstest, wann es passiert, wo es passiert, wie es passiert, glaub mir, du wärst todesgelangweilt, oder? Also brauchen wir auch ein Stück Unsicherheit. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Du bekommst diese Unsicherheit oder Vielfalt, wenn du einen neuen Job annimmst, ein Gespräch führst, eine neue Möglichkeit nutzt. Es gibt Millionen Wege, aber die Frage ist, begegnest du deinen Bedürfnissen in einer positiven oder negativen Art und Weise?
Zucker zum Beispiel lässt dich für den Moment gut fühlen. Genauso wie eine Zigarette, die das Gefühl von weniger Stress und Ruhe bringt. Aber im Endeffekt fördert es deine Unsicherheit und zerstört sogar noch deine Gesundheit. Warum tun wir das also? Warum schaffen wir uns diese Komfortzone? Sicherheit ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, überall auf der Welt und nicht wegzudiskutieren. Aber auch Vielfalt und ein Stück Unsicherheit. Also ist es auch wichtig für uns zu explorieren, raus in die Welt zu gehen und neue Dinge auszuprobieren. Deswegen wollen wir heraus aus unseren Komfortzonen und wachsen. Um ein erfülltes Leben zu führen, sollten die Grundbedürfnisse befriedigt werden. Ein weiteres Grundbedürfnis ist Signifikanz. Wir wollen bedeutsam sein. Oftmals sieht man es bei großen Entertainern. Sie arbeiten hart für ihren Erfolg, für Bedeutsamkeit, Einzigartigkeit. Aber was sie wirklich, wirklich wollen, ist Liebe. Jeder Mensch will Liebe. Leute halten nun auf der Straße für sie an. Aber teilweise sagen die Stars dann, die wissen doch gar nichts über mich. Sie wollen nur ein Foto, die respektieren mich doch gar nicht. Was sie wollten, war Liebe. Und es ist möglich, beides zu haben. Dann sagen sie, je bedeutsamer ich werde, je einzigartiger ich bin, desto isolierter bin ich auch. Du siehst, die Balance zwischen beiden ist wichtig. Das lässt Menschen wirklich lebendig fühlen. Und das geht auf positive und negative Art und Weise. Du bekommst Signifikanz auch, wenn du andere unterdrückst, verbal oder körperlich. Du sagst, ach, der hatte doch nur Glück, er ist ein Lügner. Aber in Wahrheit weißt du nichts über ihn. Gerade bei berühmten Personen passiert das oft. Und wer muss so etwas tun? Menschen, die sich nicht gut mit sich selbst fühlen. Wenn ich es schaffe, dich kleiner aussehen zu lassen als mich, dann sieht es so aus, als wäre ich größer. Aber das bin ich nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe mein Bedürfnis nach Signifikanz, also negativ, ausgelebt. Und du weißt, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich glaube, das kann niemand von uns. Wenn du aber Dinge tust, die mit Liebe zu tun haben, wenn du dich um jemanden kümmerst, dich selber signifikant fühlst und das auch an andere weitergibst, ihnen zeigst, wie bedeutungsvoll sie für diese Welt sind und das schätzt, bekommst du eine ganz andere Art von Lebensqualität. Nichts Aufgesetztes, sondern du bist in Harmonie mit dem Leben. Die ersten vier Grundbedürfnisse kriegen wir noch alle hin. Wir alle finden einen Weg, um Sicherheit zu bekommen oder uns selbst zu belügen. Wir alle finden mehr oder weniger Vielfalt, Signifikanz, auch wenn es heißt, andere zu unterdrücken. Wenn wir keine Liebe finden, dann finden wir wenigstens Verbindung. Aber spirituelle Bedürfnisse, die danach kommen, sind schon weit schwieriger zu erfüllen, wie Wachstum, seelisches Wachstum, sich voll zu entfalten. Auch wenn du jetzt noch nicht da bist, aber du schon Fortschritte machst, anfängst, dein Business aufzubauen, deinen Körper zu stellen, deine Finanzen aufzubauen, dann wirst du dich klar gut fühlen. Aber sag mir, was passiert, wenn du alle deine Ziele erreicht hast? Wie lange wirst du dich gut fühlen? Nicht lange. Denn wenn du aufhörst, Fortschritte zu machen, dann hörst du auf, zu wachsen. Es ist nichts Falsches daran, Erfolge zu feiern. Aber mach dir bewusst, selbst wenn du dein Ziel erreicht hast, alle deine Ziele erreicht hast, es bringt dir kein konstantes Glück. Das Glück ist so kurz. Wir feiern meist nicht ein Jahr unseren Erfolg, weil wir wachsen müssen, um glücklich zu sein. Alles im Universum wächst oder stirbt. Schau auf dich. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Die Grundbedürfnisse abzudecken ist absolut elementar. Viele Leute sagen jetzt, Menschen sind so egoistisch, schauen nur auf sich. Ich bin es manchmal, ja. Du sicherlich auch. Aber das ist nicht unser Kern und ich beweise es dir. Wenn du etwas Krasses erreicht hast, dir ist irgendein Glück widerfahren, du hattest einen Durchbruch, was ist meistens das Erste, was du tun willst? Es mit jemandem zu teilen, oder nicht? Mit jemandem zu teilen, den du liebst, der dir wichtig ist. Denn wenn du es teilst, wird es größer. Schau, Vergnügen ist etwas, was von außen kommt. Glück ist etwas, was in dir entsteht und was du teilen kannst. Und das ist, was die Menschen wirklich wollen. Glück. Vergnügen kann man durch alles bekommen. Alkohol oder was auch immer. Aber wenn du wächst und dieses Glück sich in dir ausbreitet und du es an jemand weitergibst, den du liebst, deinen Kindern, deiner Partnerin, deinem Partner, Freunden, ist das eine Freude, die du nicht alleine fühlen könntest. Das kommt nur, wenn du dein Glück mit anderen teilst.
Wir tun das also nicht nur für uns. Mach dich glücklich und du wirst andere glücklich machen und tausend Durchbrüche haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich einen Durchbruch haben? Wenn du wirklich einen Durchbruch haben willst, nicht nur eine kleine Veränderung, denn ich meine, du könntest dich auch von angepisst auf frustriert verändern, aber das wird dir nicht helfen, richtig? Du willst also sowas wie Geld machen oder Gewicht verlieren und dann immer diese Frage, wie mache ich das? Du suchst also nach einer Strategie, aber ganz ehrlich, wie schwer ist es wirklich fit zu werden? Das ist nicht so komplex oder reserviert für 1% der Menschheit oder geldintensiv, um es zu lernen. Vielmehr musst du dich heute schon davor verstecken, um nicht zu wissen, wie man fit wird. So viele Anzeigen und Werbung auf allen möglichen Plattformen. Das Problem ist also nicht die Strategie, sondern deine Geschichte. Deine Geschichte, die du dir immer wieder im Kopf vorspielst. Vielleicht sagst du dir, ich habe alles versucht. Oder wenn du Single bist, alle tollen Partner sind schon in einer Beziehung. Und wenn du dir das oft genug erzählst, überzeugst du dich selber. Du kommst immer wieder mit einer neuen oder der alten lausigen Geschichte, weil du in einem lausigen emotionalen Zustand bist. Und das haben wir alle mal. Ich, du, wir alle. Aber nun weißt du, wenn du also müde bist oder frustriert, dann ist es wieder an der Zeit, deine Physiologie zu verändern und dadurch deine Biochemie, dadurch, dass du zum Beispiel anders stehst. Baby, es ist Training. Genauso wie du einen Muskel trainierst. Warum lohnt sich dieses Training? Wenn du wütend auf jemanden bist, dann ist es leicht, sich an alles zu erinnern, was diese Person falsch gemacht hat, oder? Aber wenn du in Liebe bist, oder vielleicht sogar mit der Person in Liebe bist, dann stimmt alles mit dem Leben, oder? Worüber willst du dich dann beschweren? Probleme wie, wir haben kein Geld, sind keine Probleme, denn ich liebe mich, wir lieben uns. Dein emotionaler Zustand bestimmt also, welche Geschichte dich gerade kontrolliert. Und deine Geschichte entscheidet, ob du eine Strategie findest oder nicht. Und selbst wenn Leute eine Strategie haben, sagen sie sich vielleicht, naja, ich versuche es mal. Aber was sie wirklich damit sagen ist, meine Geschichte ist, ich versuche es. Ich gebe nicht 100, sondern 50%. Und dann kann ich meinen Leuten wenigstens sagen, ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Was wirklich Sinn machen würde, ist, die Emotion dahinter zu verändern. Somit den Zustand und die Geschichte. Und dann finden sie eine Strategie und sorgen dafür, dass sie funktioniert. Und sie wird funktionieren. Ich glaube, du darfst wirklich konstant lernen, den Geist und Körper positiv zu füttern. Beides hängt zusammen. Was Leute abhält, ist wie gesagt die Angst. Und Angst ist ein Gefühl, was du im Körper spürst, im Hals, im Bauch. Und wenn du deinen Körper nun benutzt und ein neues emotionales Muster erschaffst, lässt es dich auf Dauer Dinge durchziehen, die für dich wichtig sind. Es ist wirklich nicht so komplex. Es sind ein paar Gewohnheiten, die sich in deinem Leben etablieren müssen, um es grundlegend zu ändern. Zum Beispiel, jeden Morgen aufzustehen und deinen Geist schon morgens in Höchstleistungszustand zu bringen. Durch Fokus auf das, wofür du dankbar bist und auf das, was du willst. Sonst kontrolliert die Umgebung deinen Geist. Kennst du das? Du bist sauer auf jemanden und dann merkst du zum Schluss, dass er gar nicht schuld an der Situation ist, sondern dein eigener emotionaler Zustand. Und mit so welchen Übungen bringst du deinen Geist in einen guten emotionalen Zustand, aus dem du besser handeln kannst. Das braucht nicht lange sein. 10 Minuten am Morgen mit Musik, die dich motiviert. Du wirst sehen, wie dein Atmen sich verändert, wie du dich fühlst. Du kannst dir das so einteilen. 3 Minuten gehst du alles durch, wofür du dankbar bist. Mindestens 3 Sachen. Warum Dankbarkeit? Weil wenn du dankbar bist, kannst du im selben Atemzug nicht sauer sein, nicht traurig sein. Du kannst keine Angst haben. Und Angst und Wut vermasselt es am meisten. In Beziehung, im Leben, im Business, durch so eine Übung vernetzt du dein Gehirn neu. Die meisten Menschen wollen glücklich sein. Aber ihre Gewohnheiten, ihre Gedanken sind mit Angst und Wut verknüpft. So haben sie in ihrem Gehirn eine Autobahn Richtung Angst, Wut, Stress und nur einen kleinen Feldweg Richtung Glück und Freude. Und das ändern wir durch so eine Übung. Also bau dir selbst eine 3-spurige Autobahn Richtung Glück. Nach den 3 Minuten Dankbarkeit sende gute Gedanken an Menschen, die dir wichtig sind. Fühle die Verbindung und Liebe zu ihnen. Warum sind sie dir so wichtig? Fühle diese Liebe. Und danach nochmal 3 Minuten für deine 3 größten Ziele. Sehe sie vor dir als erledigt. Du hast es geschafft. Du hast es erreicht. Wie fühlst du dich dabei? Und dann bist du in unter 10 Minuten schon fertig.
und verkabelst dein Gehirn neu. Es sind die kleinen Sachen, die einen gewaltigen Impact auf dein Leben haben. Genug geredet. Probier es aus und mach es zu einer Gewohnheit. Und du wirst sehen, wie sich Stück für Stück dein emotionaler Zustand verändert. Es ist mein Wunsch, dass du dein Licht in diese Welt trägst, denn dein Licht wird uns alle glücklich machen. Und dazu musst du in einem guten emotionalen Zustand sein. Ich glaube an dich. Danke, dass es dich gibt. In diesem Video erklärt der wohl berühmteste Coach der Welt, Tony Robbins, den absoluten Masterplan, um dein volles Potenzial zu entfalten. Wie schaffst du das? Sicherlich weißt du, dass es abhängig ist von deinem Mindset. Aber was sind die exakten Bausteine, um dir ein perfektes Mindset für deinen persönlichen Erfolg aufzubauen? In diesem Video erfährst du es Schritt für Schritt. Weißt du, es beginnt alles in deinem Geist. Wenn deine Gedanken und Gefühle über dich selbst oder über diese Welt dir Probleme machen, dann wird es schwer, dein volles Potenzial auszuleben. Ja, es überhaupt zu erkennen, die richtigen Handlungen auszuführen und die Resultate zu bekommen, die du dir wünschst und die du verdient hast. Es ist möglich, das Leben zu führen, was du führen willst, dein Traumleben. Und wenn du Probleme dabei hast, dann darfst du dir erlauben, vielleicht mal über ein Coaching bei mir nachzudenken, wo wir gezielt deine blockierenden Gedanken und Gefühle auslöschen und dein Potenzial freisetzen, sodass du absolute Sicherheit erlangst, Handlungen ausführst, die dir gut tun und dir das Leben bescheren, von dem du schon so lange träumst. Alle Infos findest du unter www.thenextlevel.de. Link ist auch in der Beschreibung. Vergiss nicht, du bist unbesiegbar. Viel Spaß bei diesem Video. Next. Denk darüber nach, was ist der heilige Gral, ob jemand eine Handlung ausführt oder nicht? Es ist ein Wort, Sicherheit. Wenn jemand absolut sicher ist, das gängige Wort ist wohl Glauben. Du kannst generell an etwas glauben oder an das, was sicher ist. Wenn du absolut sicher bist, dass wenn du das tust, dann bekomme ich dieses Ergebnis und das wird mein Leben verändern, dann wirst du es tun. Wenn du denkst, das wird niemals funktionieren, dann wirst du es auch niemals tun. Wenn du dazwischen steckst, vielleicht wird es funktionieren, vielleicht nicht, das ist, was Menschen wirklich zum Verzweifeln bringt. Wenn es ein Muss für dich ist, dann schaffst du es, so wie jetzt hier bei uns. Und das ist nur ein Beispiel. Wenn es kein Muss ist und du dir nicht sicher bist, dann weißt du nicht, was du tun sollst. Vor Jahren stellte ich mir die Frage, was machen die Menschen anders, die es schaffen und die es nicht schaffen? Was ist der Unterschied? Und dann habe ich angefangen, hunderte von Leuten zu interviewen, vielleicht sogar tausende, weil tausende auf meinen Events waren und ich fragte die Gruppe um Feedback. Und dann entwickelten wir dieses Modell. Es ist der heilige Gral des Glaubens oder des Momentums. Man kann sagen, das ist der Unterschied, warum die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und wir wissen, alles geht um Mindset, aber wie ist das eigentlich aufgebaut? Okay, und hier seht ihr jetzt diese vier dämlichen Boxen, die ich euch aufgemalt habe. Das erste, an was du denkst, was dazu führt, ob wir Dinge tun oder nicht, ich schreibe es hier oben links in die Box rein. Das ist dein Potenzial. Was ist das Potenzial des Menschen? Schaut, als ihr angefangen habt, habt ihr es bewiesen. Es geht, etwas zu tun, was noch keiner vorher gemacht hat. Ein anderes Beispiel. Ihr seid in 4 Minuten eine Meile gerannt. Für wie viele Jahrhunderte ging das nicht? Und Roger Bannister hat es dann getan. Wie hat er das gemacht? Wisst ihr das noch? Ihr habt das in eurer Industrie gemacht. Ihr habt 1 Million an einem Tag gemacht. Das hat niemand zuvor in der Geschichte getan. Jetzt habt ihr es gemacht. Viele andere werden es jetzt auch schaffen. Das ist jetzt möglich. Roger Bannister hat nicht nur körperlich trainiert. Er hat etwas in seinem Kopf geswitcht. Er trainierte mental, weil er das sonst niemals physisch erreichen könnte. Er musste zuerst eine Veränderung im Geist bewirken, sodass er sich sicherer wurde über das Ergebnis. Dann glaubte er daran und sein Körper folgte. Nachdem er die 4-Minuten-Meile gewonnen hat, innerhalb von 2 Jahren schafften 37 andere Menschen das auch. Und zuvor hat das keiner geschafft. Und so funktioniert das Ganze. Das Potenzial, dass jemand euer Produkt noch weiterentwickelt, ist außergewöhnlich. Sie können das tun, was ihr getan habt, sie können mehr oder weniger machen, sie können machen, was auch immer sie wollen. Das Potenzial ist da, das hat der Markt bewiesen.
Ob du in dieses Potenzial reingehst, beeinflusst, was für eine Handlung du dann ausführst. Das ist eine wichtige Frage. Ich kann mir bewusst sein über das Potenzial, aber keine Handlung ausführen. Und wir alle wissen, dass deine Resultate von deinen Handlungen abhängen. Das ist klar. Die meisten Menschen haben einen festen Glauben über das, was ihr wahres Potenzial ist. Egal, was ihr ihnen sagt. Und das beeinflusst das Maß an Handlungen, die sie vollziehen. Und auch die Resultate. Und ironischerweise verstärkt das Resultat ihren Glauben und wiederum ihr Potenzial. Lass mich ein Beispiel geben. Lass uns sagen, eine Person hat unlimitiertes Potenzial, da sind wir uns einig. Aber sie handelt zu wenig Resultate. Warum? Weil sie zu klein von sich denkt. Sie glaubt nicht, dass sie es schaffen kann. Du ja, weil du hast coole Haare und so. Oder du auch, weil du bist so ehrgeizig. Tony Robbins auch, weil er ist ein Freak und er hat so große Zähne, weißt du? Aber ich nicht. Woran sie auch immer glauben mag, das ist ihr Denken. Aber was passiert denn, wenn du glaubst, dass da nur wenig Potenzial ist? Wie viele Handlungen wirst du ausführen? Keine. Ja, wenig. Wenig Potenzial, wenig Handlung. Was für Ergebnisse bekommst du dann? Lächerlich kleine Ergebnisse. Was machen die dann mit deinem Glauben? Dann sagst du, schau, ich hab's dir doch gesagt, das ist Zeitverschwendung. Ich hab dir gesagt, das funktioniert nicht. Was dann passiert ist, du wirst noch weniger Potenzial erschließen, noch weniger Handlungen ausführen, schlimmere Resultate. Dein Glauben wird schwächer. Das ist wie ein Teufelskreis, der sich selbst am Leben erhält. Und du bist in einer Abwärtsspirale. Ja, das ist wie Gift. Es ist wie Gift und es ist selbsterfüllend. Jetzt kann etwas passieren, was dich mit absoluter Sicherheit erfüllt. Nicht, ich glaube irgendwie daran. Nein, ich weiß. In eurer Situation und auch in meiner, wir wussten es, weil wir mussten. Weil wir alle anderen Boote verbrannt haben. Es gab keine anderen Optionen. Wir mussten einen Weg finden, wir wollten nicht mehr so weiterleben wie bisher und wir alle haben es auf unterschiedlichen Wegen gemacht und aus anderen Gründen, aber in der Essenz war es so. Wenn du dich selbst in einen Zustand der Sicherheit bringst, das hier wird funktionieren, ich werde einen Weg finden. Und wenn das nicht funktioniert, dann erschaffe ich mir halt einen Weg. Dann setzt du mehr Potenzial frei. Und wenn du dir sicher über dein Potenzial bist, dann unternimmst du massive Aktionen. Wenn du massive Aktionen ausführst und an etwas glaubst, dann kriegst du großartige Resultate. Und dann sagt dein Gehirn, schau, ich hab's dir gesagt, ich bin krass. Das funktioniert. Du wirst stärker, setzt mehr Potenzial frei, mehr Handlung, größere Erfolge. So bist du von $300 in der Woche zu 2500 in 5 Tagen, zu 100.000 in einem Monat, zu 1 Million an einem Tag. Dasselbe mit dir. Und dann baut sich Momentum auf. Und die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Manche Leute gehen raus und sie sagen sich, okay, ich handle jetzt ein bisschen, ich habe hier ein Produkt und ich versuche es. Und sie sagen dir auch, hey, ich habe es gemacht. Aber das ist wie, wenn ein Verkäufer an 100 Türen klopft und sagt, du willst das hier doch gar nicht haben, was ich verkaufe, oder? Ja, genau. Und selbst wenn er das nicht verbal sagt, sein Gesicht sagt es, weil er nicht daran glaubt, dass es funktioniert. Seine Stimme, sein Körper, seine Handlungen sind so schwach. Er redet vielleicht mit 100 Leuten und irgendjemand wird was kaufen, vielleicht aus Mitleid, weil sie nicht wollen, dass seine Kinder verhungern. Aber er wird das Resultat nicht erreichen. Der Hauptunterschied zwischen diesen Menschen ist, wie sie ihre eigene Sicherheit aufbauen, wenn die Welt ihnen keine gibt. Du gehst raus und versuchst und versuchst. Du bist 100.000 in der Kreide und nichts funktioniert. Wie schaffst du es weiterzumachen? So wie du das gemacht hast, wie ich es geschafft habe und wie du. Vielleicht haben wir das nicht bewusst gemacht, aber wir haben nicht unser Potenzial geändert, das war schon da. Und wir haben auch nicht mehr unternommen. Mehr zu handeln mit einem negativen Glauben, das funktioniert eh nicht, das würde gar nichts ändern. Wir hatten Resultate in unserem Kopf, die uns Sicherheit gegeben haben, als ob wir sie schon erreicht hätten. Richtig oder falsch, was sagst du? Richtig. Gib mir bitte ein Beispiel, sodass die Leute nicht denken, dass ich mir das alles ausgedacht habe. Naja, ich meine, als ich nichts hatte, da wusste ich schon, dass ich Ferraris und Porsches fahren würde, weil ich schon immer diese Autos wollte. Ich wusste da schon, dass ich sie haben würde. Es war unvermeidlich. Das war mein unvermeidliches Ergebnis. Aber wie hast du das gemacht? Hattest du ein Ritual? Hast du darüber nachgedacht? War es einmal, dass du daran gedacht hast? Oder warst du besessen davon? Ich war besessen davon. Ich meine, ich habe in einer Videothek gearbeitet. Das war der letzte Job, den ich hatte. Danke Gott. Und ich ging fast jeden Tag zur Arbeit und ich nahm immer 2 Magazine mit für meine Pausen. Ein Unternehmermagazin, nur um mich zu informieren, was andere Leute so machen. Ich habe nach Vorbildern gesucht. Und ein Magazin, in dem Autos verkauft wurden. Und ich suchte nach Porsches, die verkauft wurden. Und die Leute fragten mich immer, was machst du mit diesem Automagazin? Naja, ich suche mir einen Porsche aus, den ich dann kaufen werde. Und die Leute nahmen dich bestimmt nicht so ernst. Ja, die machten Witze über mich. Ich hatte einen Boss, der mir sagte, weißt du, du solltest dir das selbst nicht antun, John. Weil es sehr wahrscheinlich ist, dass es niemals passieren wird. Sehr wahrscheinlich wirst du niemals dieses Auto fahren. Das ist sein Glaube, den er mir einimpfen wollte. Und ich sagte, nein, du realisierst nicht, dass es unvermeidlich ist, dass ich in naher Zukunft mit diesem Auto rumfahren werde und nicht mehr hier arbeiten werde und dann bringe ich Filme vorbei, die du dann einsortieren kannst. Und das passierte wirklich. Und das war einer der erfüllendsten Tage meines Lebens. Und das Coole war, als ich in dem Auto vorgefahren bin, da war ich Mitte 20 in meinem Auto. Was für ein Auto war das? Es war ein Porsche 911 Turbo. Schönes Auto.
von dem ich immer geträumt habe. Für viele Jahre ging ich die Anzeigen durch und als ich es dann endlich hatte und ich dann vor den Laden vorgefahren bin und manche von den Leuten haben immer noch da gearbeitet, immer noch für $7 die Stunde, Jahre nachdem ich gegangen war. Und ich werde das niemals vergessen. Die Reaktion, selbst der Boss und all die Angestellten, wow, das ist geil. Ist das das Auto von deinem Vater? Und alles, was ich sagte, war nicht wirklich. Und ich lächelte nur und ging. Weißt du, es klingt verrückt, aber ich wusste, das wird passieren. Ja, du wusstest es, weil ich mich immer selber dahin konditioniert habe. Ja, du hast immer wieder gemacht. Als ich in der Highschool war, ich war nicht sehr beliebt, aber ich hatte Leidenschaft und Stärke. Und das vergesse ich nie. Bestimmte Mädchen und ein Typ, sie behandelten mich nicht gerade gut. Und ich schrieb ihnen ein Jahrbuch. Eines Tages, ihr habt mich scheiße behandelt, aber eines Tages werde ich reich und berühmt sein. Und du wirst ein Lastwagenfahrer und du wirst da sitzen, während ich mit meiner wunderschönen Frau bin, reich. Und du wirst mich im Fernsehen sehen und dir wünschen, mich besser behandelt zu haben. So ein Scheiß habe ich in die Jahrbücher von ihnen geschrieben. Und dann bin ich zu einem 10-jährigen Highschool-Klassentreffen gegangen und die Leute haben mir das gezeigt. Aber so habe ich die Brücken verbrannt. Ich sagte, so wird es sein. Und ich gebe euch noch ein perfektes Beispiel. Sie haben Studien darüber gemacht, inwiefern der Geist die Performance beeinflusst. Nehmen wir Basketball. Ich habe mit vielen NBA-Spielern gearbeitet und ihnen geholfen. Ein Problem, was viele haben, sind die Würfe von der 3-Punkt-Linie. Jeder weiß, dass wenn du eigentlich ganz gut triffst und jetzt tust du es nicht mehr, dann mischt sich da irgendetwas ein. Irgendwas lässt dich nicht in deinen Zustand kommen. Unsicherheit, nicht wahr? Also nahmen sie eine Gruppe und sagten sich, die machen wir jetzt besser. Wie machst du jemanden besser, der mental blockiert ist? Sie nahmen eine Anzahl von Spielern und sie machten Freiwürfe. Eine Gruppe übte nur Freiwürfe für 6 Wochen. Sehr intensives Freiwurftraining. Ich habe vergessen, wie viele, aber eine bestimmte Anzahl an Freiwürfen mussten sie pro Tag machen. Und die zweite Gruppe, die hat überhaupt nicht trainiert. Die dritte Gruppe, sie haben nicht zugelassen, dass diese Gruppe einen Basketball berührt. Alles, was sie gemacht haben, ist mental zu trainieren. Und der Schlüssel ist, nicht einfach nur trainieren macht dich perfekt, sondern perfektes Trainieren macht dich perfekt. So blöd sich das auch anhören mag. Diese Personen sehen sich selbst, wie sie den Wurf jedes Mal treffen. Sie konditionierten ihren Körper und Geist. Ein perfekter Treffer jedes einzelne Mal. Sie wurden nicht durch die Realität gestört. Und am Ende dieser 6 Wochen, da gab es einen Test, um zu schauen, wer die größte Freiwurftrefferquote hatte. Was glaubt ihr, welche Gruppe gewonnen hat? Natürlich, die meisten werden sagen, nicht die Gruppe, die gar nicht trainiert hat, aber welche von den anderen, die mental oder körperlich trainiert hat? Ich glaube, die mental trainiert hat. Ja, du glaubst das, weil es wahr ist. Intuitiv weißt du, was wahr ist. Trainieren ist nicht genug. Du musst dir selber so sicher werden, so oft, dass wenn du rausgehst und es tust, dass du nicht mehr zögerst und es machst. Das bedeutet, du musst dir absolut sicher sein, um dein volles Potenzial zu entfalten. Massive Handlungen ausführen, massive Ergebnisse bekommen, dadurch wird dein Glauben verstärkt. Das ist, was jemanden zu einem Star werden lässt, in egal was. Yo Leute, mein Name ist Next und ich liebe Coaching. In diesem Video erklärt der wohl berühmteste Coach der Welt, Tony Robbins, wie du unaufhaltbar wirst. Warum es wichtig ist, seinen Fokus zu steuern und wie du ihn steuern kannst. Dazu gibt es eine kleine Übung in diesem Video, die du sofort mitmachen kannst, um ins Tun zu kommen und zu erleben, worum es geht. Zudem wird erklärt, warum die meisten Menschen unter ihrem Potenzial bleiben. Oftmals liegt es daran, dass sie falsche Fragen stellen. Wie du richtige Fragen stellst, um deinen Zustand zu verändern und danach auch ins Handeln kommst, das wird in diesem Video erklärt. Zum Schluss gibt es noch seinen weltberühmten RPM-Plan. Schau dir das Video bitte bis zum Schluss an, setze den RPM-Plan um für dich und dann komm ins Tun und erreiche deine Ziele. Du bist unbesiegbar und ich wünsche dir viel Spaß. Wenn du in einem bestimmten Zustand bist, hast du einen ganz bestimmten Gedanken. Wenn du in einem anderen Zustand bist, dann denkst du einen anderen Gedanken. Als ob du den Kanal wechselst. Was ich den Leuten zeige, ist, wie sie von einem Kanal zum anderen wechseln, so dass du nicht leiden musst und dein Leben in einem guten Zustand verbringen kannst. Aber was braucht es, um das durchzuführen? Gehen wir das mal ganz schnell durch. Punkt Nummer 1. Du musst verstehen, was deine Lieblingsart zu leiden ist. Ist es sich Sorgen zu machen? Ist es Stress? Ist es Wut? Ist es Einsamkeit? Ist es die Langeweile? Ist es Machtlosigkeit? Und dann zu beobachten, was sind die Gedanken, die das auslösen. Und dann zu realisieren, es ist egal, wie viel Geld du hast. Diese Gedanken können auch einen Milliardär frustrieren und überwältigen. Und was ich den Leuten zeige, ist ein Prozess, wie sie diese negativen Gedanken loswerden können.
Und wir gehen das Ganze jetzt mal ein bisschen durch. Wir fangen damit an, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens zu treffen. Hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, was das für eine Entscheidung gewesen wäre, dann hätte ich dir noch gesagt, dass es die Entscheidung ist, mit wem du deine Zeit verbringst. Wen du liebst, weil mit dem du deine Zeit verbringst, so wirst du auch. Ich denke, es ist immer noch eine der wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben. Aber du kannst die richtigen Personen um dich haben und diese negativen Gedanken sind trotzdem immer noch in deinem Kopf und du fühlst dich miserabel. Also, musst du dich jetzt wirklich entscheiden? Es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Willst du glücklich sein? Werde ich mich dazu verpflichten, glücklich zu sein? Bin ich bereit, mich dazu zu verpflichten, auch in einem wunderschönen Zustand zu sein, selbst wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es will? Auch wenn es regnet, selbst wenn sich meine größte Angst meldet, weil ich kann es nicht beeinflussen, ob vielleicht meine Ehefrau krank wird oder stirbt, mich verlässt, sich scheiden lässt. Ich will nicht, dass so etwas passiert. Ich hasse es zu leiden. Ich tue alles, was ich kann, um Menschen zu helfen. Aber das ist etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Es gibt Leute, die haben ihre Arme verloren, die haben ihre Augen verloren. Menschen, die durch die schlimmsten Dinge gegangen sind, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem fanden einige von ihnen einen Weg, um glücklich zu sein. Sie haben eine Entscheidung getroffen, dass das Leben zu kurz ist, um zu leiden. Ich habe hunderte von diesen Personen über die letzten Jahre interviewt und sie alle hatten einen gewaltigen Einfluss auf meine Seele. Sie haben mich realisieren lassen, dass ich das ändern kann. Ich hatte mich schon daran gewöhnt zu leiden. Ich habe mich mit der Idee angefreundet, dass unser Gehirn diese Überlebenssoftware hat, die ganze Zeit am Laufen ist und uns konstant leiden lässt. Ich dachte, das sei normal. Aber das ist es nicht. Was ich mache ist, ich gebe mir selbst eine 90-Sekunden-Regel. Es ist wirklich simpel. Wenn ich diesen Stress fühle, wenn etwas mich anpisst oder ich mich aufrege, ich mache mir Sorgen wegen meiner Kinder oder was auch immer es ist. Ich verstehe, dass es das dann nicht besser macht, denn das Leben ist zu kurz, um zu leiden. Fange ich an, langsamer zu atmen. Alles in mir wird langsamer. Ich schaue einfach zu, wie der Gedanke vorüberzieht. Jeder von uns hat diese verrückten Gedanken und am liebsten würden wir sie auslöschen, nicht wahr? Aber wir können sie nicht auslöschen, weil wir immer noch an sie glauben. Nur die Gedanken stressen dich, an die du glaubst. Die ruinieren dich. Aber wenn du sie in Frage stellst, dann durchbrichst du das Muster. Und das alles in 90 Sekunden. Na gut, am Anfang sind es vielleicht eher 4 Stunden. Oder 4 Tage, eine 4-Tages-Regel. Ich war anfangs nicht sehr gut da drin. Aber was schön ist, dass je öfter du das machst, desto trainierter wirst du. Das Ganze ist wie bei einem Muskel. Und es hat lange gedauert, bis ich das Ganze trainiert habe. Aber jetzt kann ich ganz ehrlich sagen, es braucht schon echt viel, dass ich dafür nun länger als 90 Sekunden brauche. Und das Level an Glück übertrifft all das Geld, das du jemals in 100 Millionen Jahren haben könntest. Und es ist dann sogar viel leichter, Geld zu machen, weil du es loslässt. Du hast nicht diese ganzen Ängste, das Mangeldenken, weil du dich schon im Hier und Jetzt reich fühlst. Ich würde mir wünschen, dass die meisten Menschen nicht darauf warten würden, reich zu sein. Was bedeutet es, reich zu sein? Reich zu sein bedeutet, in Fülle zu leben, glücklich zu sein, seinen Beitrag zu leisten. Es ist, aus sich selbst herauszukommen. Weil solange wir uns auf das konzentrieren, an das denken, was wir verlieren könnten, oder du hast irgendetwas getan und jetzt fehlt es dir an Liebe, an Respekt, an Geld, wenn ich so denke, dann werde ich niemals das bekommen, was ich in meinem Leben haben will. Wenn ich im Mangeldenken bin, ich verliere etwas, ich habe zu wenig, ich bekomme das nie. Diese 3 Denkmuster sind die Ursache von allen Formen des Leidens. Verlust, zu wenig, nie. Wir müssen diese Dinge als das betrachten, was sie sind. Nur Gedanken. Und dann stellen wir sie in Frage und wir finden etwas, wofür wir dankbar sein können. Ganz oft können Menschen die Körpersprache lesen. Sie können ihr Gegenüber lesen und wissen, was da vor sich geht. Aber sie machen dann nichts, weil sie sich schon daran gewöhnt haben. Ich sage Leuten immer, du bekommst, was du tolerierst.
Und wenn du in ein Meeting gehst und jeder ist an seinem Handy, wenn du aber über etwas Wichtiges sprechen möchtest und du machst das einfach so mit, dann wirst du schnell merken, das Meeting ist die reinste Zeitverschwendung. Woran ich wirklich glaube ist, dass wenn dir etwas auffällt, dann solltest du darauf eingehen und ins Handeln kommen. Du kannst andere Menschen aber nicht führen, wenn du der jemand bist, der selber am Handy ist. Dann wird man dir nicht glauben. Du musst per Vorbild führen. Du darfst bei anderen Menschen nicht tolerieren, was dein eigenes Ich nicht unterstützt. Etwas, was du nicht bist. Und wenn du da eine Herausforderung siehst, was nicht übereinstimmt ist, du sagst das eine, aber fühlst etwas anderes, dann darfst du dich fragen, was geht da wirklich in dir vor? Und wenn du daraus eine Gewohnheit erschaffst, dann wirst du nie wieder gelangweilt in einem Business-Meeting sein. Die Leute langweilen sich, weil dasselbe immer und immer wieder gesagt wird. Sie managen ihr Business, sie managen ihr Leben, sie sind aber nicht innovativ, sie erschaffen nicht, sie gehen nicht in die Tiefe, sie pushen sich nicht. Wenn du eine Gruppe von Leuten hast, alles was es braucht ist eines. Denn wenn da eine echte Führungspersönlichkeit reinkommt, dann werden sie sich nicht mit halbherzigen Antworten abgeben. Wenn sie spielerisch sein können, sie dürfen lustig sein, warmherzig, sie dürfen direkt sein, sie dürfen verrückt sein und sie dürfen das alles als eine Art Untersuchung sehen, dann kommst du zu dem Punkt, wo du erkennst, was dahinter steckt, was echt ist. Und wenn du an den Punkt, wo es echt wird, ankommst, dann kommen die Durchbrüche in deinem Business und in deinem Leben. Es gibt ein nächstes Level. Der Grund, warum du dieses Level aber vielleicht nicht siehst, ist, weil du schon müde bist, ausgepowert von all dem, was dich gerade noch gefangen hält. Aber das Leben, das Universum oder Gott oder wie auch immer du das Ganze nennen möchtest, testet dich nur, weil es gibt das nächste Level. Es mag sich jetzt gut oder schlecht für dich anhören, aber es gibt ein Level der Exzellenz, wo alle deine Träume in Erfüllung gehen. Es ist real und es kann dir nicht genommen werden. Aber um dahin zu kommen, braucht es den extra Funken, den extra Antrieb. Wenn du glaubst, dass nichts mehr geht, es gibt keinen Weg, du hast alles 10 Millionen Mal ausprobiert, dann mach trotzdem weiter. Es ist so, als ob Gott sagt, lauf bitte noch 10 Mal gegen diese Wand, oft genug, damit ich sehen kann, dass du nicht aufhörst, dass du erfüllt bist von Entschlossenheit, Glaube und Mut. Und dann öffnet sich die Tür und du gelangst auf das nächste Level. Aber die meisten Leute wissen nicht, sie wissen nicht, dass ihr nächstes Level nur 2 mm über ihnen ist. So bist du herausragend, überragend, unaufhaltbar. Das ist ein Level, wo du nicht einer von vielen bist, sondern du bist der Beste. Und weißt du, was unglaublich ist? Du musst nur 2 mm weiter sein als alle anderen. Nur 2 mm. Und du bekommst alles, die Freude, das Glück, die Familie, die Leidenschaft, das Finanzielle, die Gesundheit, den Frieden, die Energie und das alles nur, weil du 2 mm weiter bist als alle anderen. Und das ist schon keine Exzellenz mehr, das ist herausragend. Und die meisten exzellenten Menschen geben auf, weil sie erschöpft sind. Und andere wiederum sagen sich, je öfter ich auf diese Wand einschlage, je doller ich auf diese Wand einschlage, desto eher wird diese Wand früher oder später zusammenfallen. Ich werde nicht aufhören. Und wenn du so bist, dann wirst du die Wand zum Einstürzen bringen. Das hier kann die beste Zeit deines Lebens werden, wenn du kontrollierst, worauf du dich fokussierst. Wenn du einen kraftvollen Sinn erschaffst und verfolgst und die Handlung nachmachst von den Menschen, die schon das geschafft haben, was du willst, dann kann das hier die beste finanzielle Zeit, die beste emotionale Zeit und die beste spirituelle Zeit deines Lebens sein. Aber du musst Kontrolle über deinen Zustand gewinnen. Und wenn du denkst, das geht von heute auf morgen, dann liegst du wahrscheinlich falsch. Du musst für dich selber ein paar Rituale, ein paar Gewohnheiten erschaffen. Jeder von euch da draußen wird gesteuert von seinen Ritualen. Alles, was ihr tut, jeden Morgen, wenn ihr aufsteht. Ich meine, ich kann euren Körper anschauen und ich habe eine Vermutung darüber, wie eure Rituale aussehen. Manche von euch haben Rituale wie 5-mal die Woche zu trainieren, 4 bis 6-mal die Woche, das kann ich sehen. Das ist offensichtlich, weil ihr könntet sonst nicht so aussehen. Das heißt, irgendein Sport macht ihr, egal was ihr macht. Laufen, Fitness oder was auch immer. Aber an den Muskeln zum Beispiel kannst du sehen, ob jemand ins Fitnessstudio geht oder nicht. Dein Leben kommt durch deine Rituale. Und wenn du keine Rituale erschaffst, dann verarschst du dich selber.
Und wenn du einen besseren Zustand erreichen willst, mehr Energie, dann gibt es Rituale, die dir diesen Zustand ermöglichen. Und Rituale, die dich weg von diesem Zustand bringen. Es gibt Rituale, die du in einer Beziehung hast. Rituale, die du mit deinem Körper hast. Rituale, die du mit deinen Finanzen hast. Und wichtig ist auch, manche Rituale, die früher mal funktioniert haben, die funktionieren heute vielleicht nicht mehr. Wenn du das Richtige tust, aber zur falschen Zeit, dann bekommst du emotionale Schmerzen. Ich sage es nochmal, weil so viele Leute sagen, ich mache doch das Richtige, aber ich werde dafür nicht belohnt. Wenn du das Richtige zur falschen Zeit tust, dann wirst du nicht dafür belohnt. Du bekommst Schmerzen. Also mach lieber das Richtige zur richtigen Zeit. Und um das zu tun, ist es wichtig, dass du weißt, in was für einem Zustand du gerade bist. Und dass du lernst, wie du diesen Zustand verändern kannst. Wie du die Kontrolle über diesen Zustand gewinnst. Und dich selber konditionieren kannst. Und das ist, wofür ich lebe. Macht das Sinn? Ja oder nein? Also, jetzt ist es Zeit, dich selbst daraufhin zu trainieren. Und ich zeige dir mal, wie schnell sich das wirklich verändern kann. Wartet mal eine Sekunde. Ich zeige euch jetzt, was ihr alleine mit eurem Fokus verändern könnt. Setzt euch mal hin mit ein bisschen Energie. Falls ihr noch andere bei euch im Raum habt, vielleicht sitzen sie neben euch, dann sagt ihnen los, ändere mal deine Physiologie. Setz dich mal kraftvoll hin und erzeuge viel Energie in dir. Und jetzt konzentrierst du dich auf alles und wirklich alles, was du finden kannst, was in dem Raum braun ist. Los, halte Ausschau. Was ist braun? Was ist braun? Braun? Was ist braun? Noch mehr braun? Noch mehr braun? Was ist alles braun? Braun? Schau dich um, was alles braun ist. Was ist noch braun? Und jetzt schließe deine Augen. Und ich mache mal einen Test mit dir. Deine Augen sind geschlossen und auf drei schreist du alle Dinge heraus, die du gesehen hast, die rot gewesen sind. Wahrscheinlich hast du dir viel mehr Sachen gemerkt, die braun gewesen sind, richtig? Dann öffne deine Augen und halte mal Ausschau nach rot. Such nach rot, 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 such nach rot. Was kannst du alles finden, was rot ist? Such nach rot. Komm, such weiter, was alles rot? Was gibt es alles mit der Farbe rot? Rot, rot, rot. Und jetzt? Sag mir mal, hast du diesmal mehr Sachen gefunden, die rot sind? Ja? Aber warum? Warum hast du dieses Mal mehr rote Sachen gesehen? Weil du suchst und somit wirst du finden, nicht wahr? Worauf du dich fokussierst, das wirst du anziehen, das wirst du finden. Und lass mich dir was sagen. Du wirst es sogar finden, auch wenn es gar nicht da ist. Wonach du suchst, das wirst du finden. Wenn du also dein Leben verändern willst, dann musst du deine Physiologie verändern und das, worauf du dich fokussierst. Und jetzt sagst du mir mal, wie schnell du das Ganze geschafft hast. Wie schnell du das Ganze verändern kannst. Wie schnell ging das jetzt? Das Ganze kannst du innerhalb eines Herzschlages ändern. Wenn du es einmal geschafft hast, deine Konditionierung, deine Programmierung zu ändern. Und das geht schnell. Du kannst es mit einer oder zwei Fragen an dich selbst schaffen. Versuch es mal. Stell dir mal selber diese Frage und sei ehrlich. Stell dir einfach mal vor, du könntest jetzt über etwas in deinem Leben stolz sein. Was wäre das? Wenn du stolz sein wollen würdest. Stell dir einfach mal vor, du willst jetzt stolz sein. Nicht, oh, ich will jetzt aber nicht stolz sein und mir fällt nichts ein. Nein, wenn es jetzt dein Ziel wäre, ich will stolz sein. Was wäre das? Vielleicht stolz auf deine Kinder, deine Gesundheit, dein Körper. Gab es vielleicht ein großes Problem in deinem Leben, wo du dich gestellt hast? Du hast eine Herausforderung überwunden. Du bist nicht weggerannt. Du hast dich gestellt und sie überwunden. Worauf könntest du jetzt stolz sein? Hast du was gefunden? Und wenn du etwas gefunden hast, worauf du stolz sein kannst, was ist es genau, was dir dieses stolze Gefühl gibt? Worauf fokussierst du dich in dem Augenblick? Was gibt dir dieses stolze Gefühl? Wie atmest du, wenn du dich wirklich stolz fühlst? Wie sieht dein Gesicht aus, deine Mimik, wenn du dich stolz fühlst? Und wie fühlt sich das Ganze an? Denk bitte an noch einen anderen Lebensbereich von dir. Etwas, wofür du dankbar bist. Auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ich will aber nicht dankbar sein.
dann stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn du dankbar wärst. Wofür wärst du dann dankbar? Was wäre ein Lebensbereich, der deine Dankbarkeit verdient hätte? Wofür könntest du wirklich dankbar sein? Wenn dankbar sein jetzt dein Ziel wäre, wie viele können an etwas denken, wofür sie dankbar sind? Und was ist es genau, wofür du da dankbar bist? Auf was liegt dein Fokus in der Situation? Was gibt dir genau dieses Gefühl der Dankbarkeit? Wie fühlt es sich an, wenn du wirklich vollkommen erfüllt bist von dem Gefühl der Dankbarkeit? Wenn du dich jetzt in einen Zustand der heiteren Aufgeregtheit begeben würdest, angenommen, du würdest es wollen, was in deinem Leben gibt es, was dich positiv erregt? Wenn du dir einfach vorstellst, du würdest dich jetzt so fühlen wollen, vielleicht hast du da ein Buch geschrieben oder du bist dabei oder du hast die Idee dazu. Was gibt dir Freude und erzeugt positive Aufgeregtheit in dir? Wie viele von euch können da etwas finden, was Freude auslöst? Und was ist es genau, was diese positive Aufgeregtheit in dir auslöst? Worauf setzt du da deinen Fokus? Und wenn du voller Freude bist, alles kribbelt in dir, wie redest du dann? Wie sieht deine Mimik aus? Wie ist dein Leben dann? Warum fühlst du dich jetzt anders? Weil dein Fokus wird kontrolliert von Fragen. Wenn du eine andere Frage permanent stellst, nicht nur einmal, sondern permanent, dann bekommst du eine andere Antwort. Wenn du eine lausige Frage stellst, dann bekommst du eine lausige Antwort, weil du in einem lausigen Zustand bist. Wenn jemand sagt, warum passiert mir das immer? Dann sage ich, es passiert nicht immer dir. Aber was du verstehen musst, dein Gehirn ist wie ein Computer. Wenn du etwas in Google eintippst, dann bekommst du ja auch eine Antwort auf eine ganz spezielle Suchanfrage, oder? Und wenn du eine solche Frage stellst, dann verdienst du anscheinend auch so eine Antwort. Wenn jemand fragt, warum kann ich nicht an Gewicht verlieren? Du kannst an Gewicht verlieren. Aber wenn du dir weiter einredest, dass du niemals Gewicht verlieren kannst, dann kommt auch eine lausige Antwort wie, ja, weil du halt fett wie ein Schwein bist. Wenn du eine lausige Frage stellst, bekommst du eine lausige Antwort. Stell eine bessere Frage, dann bekommst du eine bessere Antwort. Ich will, dass du wirklich verstehst, wie schnell sich dein Zustand verändern kann. Wie schnell geht das? Mega schnell! Und wenn du eine Gewohnheit erschaffst, wie deinen Zustand schnell zu verändern, und zwar ins Positive, dann bekommst du ein anderes Leben. Also, was wir machen müssen, ist, deine Gewohnheiten zu verändern. Das ist, wo die Veränderung zustande kommt und nirgendwo anders. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du wirklich wissen willst, was zu Unterschieden im Leben eines jeden Einzelnen führt, dann solltest du dich fragen, was ist für den einen ein Muss, was für den anderen ein Sollte ist. Also, was hast du in deinem Leben zu einem Muss gemacht und was zu einem Ich sollte? Um es kurz zu machen, wenn du ein außergewöhnliches Leben haben willst, dann brauchst du eine außergewöhnliche Psychologie. Und eine außergewöhnliche Psychologie bekommst du, wenn du in einem außergewöhnlichen Zustand bist. Was ich damit meine ist, dass du dein Nervensystem konditionieren musst, dein Körper, deine Physiologie, dein Fokus, um Höchstleistung abzurufen. Macht das Sinn? Wenn du das doch tun kannst, warum macht es dann nicht jeder? Nicht, weil sie es nicht können. Wir alle haben diese Fähigkeit. Es ist wegen unseren Standards, unseren Ritualen, unseren Gewohnheiten. Ich erinnere mich an eine frühere Zeit in meiner Karriere, da war ich 24 und ich war auf dem Weg zu einem Seminar in Boston. Und in den Tagen bedeutete ein großes Seminar für mich, vor 125 Menschen zu stehen. Ein 3-Tages-Seminar, wo wir durchgehend arbeiteten. Und die Leute machten so eine gewaltige Veränderung in deren Leben und danach war ich so erfüllt, ich war 24, vielleicht 25 zu der Zeit. Und ich war so glücklich. Ich habe meine Mission, meinen Sinn im Leben gefunden. Das zu tun, was ich liebe. Und es macht einen Unterschied aus im Leben von anderen Menschen. Das war außergewöhnlich für mich. Wir haben dann gegen Mitternacht an einem Sonntag aufgehört. Und da war ich immer noch voller Energie, also konnte ich nicht zu Bett gehen. Also entschied ich mich, spazieren zu gehen auf dem Coplay-Platz. Und wenn ihr den kennt, wisst ihr, das ist ein sehr ordentlicher Platz, weil an diesem Platz stehen Gebäude, die schon da waren, als die Vereinigten Staaten noch nicht unter diesem Namen bekannt waren. Und daneben dann Wolkenkratzer, die neu waren. Sehr cooler Platz.
Also laufe ich da Sonntag mitternachts entlang und da ist niemand in dieser Nacht gewesen. Doch dann sah ich da einen Typen in der Ferne. Er stolperte vor und zurück da am Straßenrand neben dem Bürgersteig. Er hatte einen langen Regenmantel an, hat sich hängen lassen und hat eine braune Tüte in der Hand gehalten, wo natürlich eine Flasche Alkohol drin war. Und ich konnte ihn schon von der Ferne aus riechen. Der Typ war offensichtlich schon betrunken und ich dachte nur, wenn ich da jetzt vorbeigehe, dann wird er mich sicherlich um ein paar Dollar anbetteln. Und worauf du dich im Leben fokussierst, das passiert auch. Ist es nicht so? Und dann kam ich näher zu ihm und er ging auf mich zu und sagte, Mister? Mit so einer richtig bizarren Stimme. Mister, können Sie mir ein bisschen Geld leihen? Und ich dachte nur, möchte ich dieses Verhalten belohnen? Und dann dachte ich weiter, ich will ja nicht, dass er leidet. Kennt ihr diesen Konflikt in euch? Ich bin nicht hier, um zu urteilen, also habe ich mich dazu entschieden, ihm etwas zu geben. Selbst wenn er mich nur verarscht oder mich austrickst oder sonst irgendwie sowas. Dann ist das etwas, womit diese Person klarkommen muss, nicht ich. Ich habe die Möglichkeit zu geben, also gebe ich. Und dann dachte ich, kann ich ihm vielleicht etwas beibringen? Also habe ich ihn gefragt, ist das alles, was du willst? Ein bisschen Kleingeld? Ja, nur ein bisschen Kleingeld, das würde mein ganzes Leben verändern. Also griff ich in meine Hosentasche, um Geld herauszuholen. Zu der Zeit war ich sehr jung und auf dem Weg, erfolgreich zu werden. Mein Mentor damals war ein Mann namens Jim Rohn. Jim sagte mir, Tony, schau mal, du kommst aus ärmlichen Verhältnissen, hast deine ärmliche Psychologie. Die musst du ändern, du verdienst nicht genug Geld. Dann tu einfach so, als ob du viel Geld verdienen würdest. Fang an, dein Gehirn zu trainieren. Konditionier es, spar dein Geld. Nimm 300 Dollar und lass es in deinem Portemonnaie. Da, wo du deine Belege hintust. Und jedes Mal, wenn du da hinschaust, um einen Beleg reinzutun, fühlst du dich gut, bist inspiriert und du fühlst dich besser. Und dann geht es dir besser. Dann holte ich also mein Portemonnaie raus und ich stellte sicher, dass er das sehen konnte. Und ich suchte zwischen all den Geldscheinen nach Wechselgeld. Und ich konnte sehen, dass er die 100-Dollar-Scheine ansah. Ich fand Wechselgeld und tat das Portemonnaie wieder in meine Hosentasche. Sein Blick folgte meiner Hand. Dann gab ich ihm also das Wechselgeld und ich sagte zu ihm, Sir, das Leben wird Ihnen immer genau das geben, wonach Sie fragen. Und dann passierte etwas Spannendes. Er nahm das Kleingeld, sah mich an, sah sich meine Hosentasche an, wo das Portemonnaie drin war, dasselbe nochmal, sah sich das Geld an, sah mich an, schaute zu meiner Hosentasche und dann sagte er, Du bist komisch. Und dann schleppte er sich weiter. Und dann dachte ich mir nur so, wow, was ist der Unterschied zwischen ihm und mir? Ich meine, ich war 24, 25 zu der Zeit, tat das, was ich am meisten liebte, hatte meine Mission im Leben und er war so um die 60 und betrunken auf der Straße am Betteln für Kleingeld. Was ist der Unterschied? Und dann dachte ich mir, vielleicht hat Gott mich so gesegnet, weil ich so eine gute Person bin und dass er so eine schlechte Person ist. Aber dann dachte ich wiederum weiter, vielleicht ist die Antwort genau in dem versteckt, was ich ihm gesagt habe. Das Leben wird dir genau das geben, wonach du fragst. Und wisst ihr, was interessant ist? Ihr müsst intelligent fragen. Fragt und ihr werdet bekommen. Das ist eine ganz gute Formel, aber ich bin mir sicher, dass wir intelligent fragen müssen. Du sollst keine lausigen Fragen stellen, denn dann erhältst du lausige Antworten. Und wie sieht das aus? Wie können wir intelligente Fragen stellen? Das Ganze können wir in verschiedene Punkte gliedern. Nummer 1. Du musst präzise Fragen stellen. Die Fragen dürfen nicht zu allgemein sein. Die Leute sagen nämlich, ich will mehr Geld. Wie bekomme ich mehr Geld? Okay, hier hast du mehr Geld. Hier ist ein Dollar. Raus mit dir. Du bekommst genau das, wonach du fragst. Und du bist dir wirklich oftmals vielleicht nicht bewusst, dass du danach gefragt hast. Klarheit ist Power. Je klarer du weißt, was du wirklich willst, desto mehr weiß dein Gehirn, wie es dich dahin führen kann. Dein Gehirn ist hier, um dir zu dienen. Es ist wie eine Bombe, wie eine Rakete. Diese Bomben und Raketen, sobald sie wissen, was das Ziel ist, bewegen sie sich darauf zu. Wenn du dein Gehirn konditionierst und ihm genau sagst, was du willst, dann findet es einen Weg, um dich dahin zu führen. Hast du dir jemals ein spezielles Outfit gekauft oder ein Auto und auf einmal hast du es überall gesehen? Wie kommt es? Wie kommt es, dass das Auto auf einmal überall ist? Das ist nicht so. Es war schon immer überall. Nur jetzt fällt es dir auf. In deinem Gehirn gibt es einen speziellen Bereich, der nennt sich retikuläres Aktivierungssystem. Dieser Teil deines Gehirns legt fest, was dir auffällt und was dir nicht auffällt. Dein Gehirn wird die meiste Zeit dafür sorgen, dass dir die meisten Sachen nicht auffallen.
weil du sonst verrückt werden würdest, wenn dir alles auffallen würde. Aber wenn du deinem Gehirn sagst, was für dich wichtig ist, dann geht dein Gehirn genau dahin. Alle Menschen, die erfolgreich sind und die ich kenne, haben sich einen sogenannten RPM-Plan erschaffen. Das R steht dabei für Results, also Ergebnisse. Sie kennen ihr gewünschtes Ergebnis, ihr Ziel und das ganz genau, spezifisch. Wenn du nicht wirklich weißt, was du willst und einfach nur allgemeine Aussagen triffst, dann kommst du da auch nicht hin. Klarheit ist Power. Du musst ganz spezifisch wissen, was es ist, was du willst. Wenn du diese Frage jetzt gerade in deinem persönlichen Leben nicht beantworten kannst, für deinen Körper, für dein Beziehungsleben, für deine Finanzen, für deine Spiritualität, dann wirst du nicht so erfüllt sein, wie du es gerne sein würdest. Diese Frage solltest du dir jetzt wirklich mal beantworten. Der zweite Part ist das P, Purpose, auf Deutsch Sinn oder Zweck. Warum machst du das? Wieso? Weil wenn du ein großes Ziel hast, wie ich will jetzt 1 Milliarde Dollar machen und damit für Frieden auf der Erde sorgen. Sobald du dir ein Ziel gesetzt hast, kann ich dir sagen, was passiert. Dann kommen all die Hindernisse. Und um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen, brauchst du einen starken Sinn, genug Emotionen, die dich durchhalten lassen. Du willst dich von Hindernissen nicht daran hindern lassen, das zu erreichen, was du willst. Und wenn du genug Gründe hast, um weiterzumachen, dann schaffst du es. Wenn du dein Ziel nicht erreichst, dann nur, weil du nicht genug Gründe hattest, um es zu erreichen. Um intelligent zu fragen, musst du spezifische Fragen stellen. Und dann brauchst du genug Gründe, um das dann auch zu tun, also genug Antrieb. Was ist das M? Das M bedeutet Massive Action Plan, also ein massiver Aktionsplan, um ins Handeln zu kommen. Was musst du tun, um dorthin zu kommen? Weil wenn der eine Plan nicht funktioniert und der andere Plan auch nicht, dann musst du genug Pläne haben, um dein Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Ansonsten kommst du vielleicht mit irgendwelchen Ausreden, warum es nicht funktioniert hat. Aber dafür musst du intelligente Fragen stellen. Wenn wir ein außergewöhnliches Leben führen möchten, mit außergewöhnlichen Ergebnissen, dann müssen wir in einem außergewöhnlichen Zustand sein. Wir müssen wissen, was wir wollen und auch handeln. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Next. Willkommen auf dem nächsten Level. Im Folgenden erklären euch Tony Robbins und der Mentor von Tony Robbins, Jim Rohn, warum ihr eure Gedanken nicht so ernst nehmen solltet und was ihr tun könnt, um aus den Gedankenroutinen auszubrechen. Aber warum ist das wichtig? Dein Wert, ob es jetzt dein Marktwert oder einfach dein Selbstwert ist, hängt im großen Maße von dem ab, wie du über dich selbst denkst und fühlst. Aber sind es überhaupt deine Gedanken und was kannst du tun, um deinen Marktwert zu steigern? Das erfährst du jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ach ja, vielleicht holst du dir etwas zu schreiben, denn es könnte sich lohnen. Wisst ihr, wir denken, das sind unsere Gedanken. Und das macht es so schwer, sie zu verändern. Es gibt Menschen, die meditieren die ganze Zeit und versuchen nicht zu denken. Aber ist das überhaupt möglich? Zeig mir jemanden, der das erfolgreich macht und beständig. Unser Geist denkt eben Gedanken. Aber hier ist der Unterschied. Wenn ich dir vor 100 Jahren erzählt hätte, wir würden zum Mond und zurückfliegen, dann hättest du mich als wahnsinnig bezeichnet. Wenn ich dir vor 100 Jahren erzählt hätte, dass es eine Box geben wird, die du ständig in deiner Hosentasche mit dir rumschleppst, du nimmst sie raus, drückst ein paar Knöpfe und dann wird sie sich mit unsichtbaren Wellen verbinden, die sich um die Erde ausbreiten und diese Wellen kommen sogar zurück und du wirst dich sogar mit jemandem auf der anderen Seite der Erde verbinden können und ihn auf dieser Box sehen und mit ihm reden können, dann hättest du mir doch gesagt, Alter, du bist wahnsinnig. Gedanken sind diese unsichtbaren Wellen. Und wenn du deinen Körper in einer bestimmten Weise benutzt, weißt du, wir sind wie Antennen. Und wenn wir uns anders ausrichten, dann empfangen wir andere Wellen. Wie bei einem Fernseher. Auf einem Kanal läuft irgendein Comedy-Sender, du siehst Leute lachen, dann schaltest du um und dann gibt es da diesen Horrorfilm, den du dir anschauen könntest. Wieder auf einem anderen Kanal siehst du Liebesfilme. Es kommt also darauf an, mit was für Wellen du dich verbindest. Also wenn du das mal so betrachtest, und du immer noch denkst, das sind deine Gedanken und deine Gedanken sind so einzigartig. Komm schon, es gibt nichts Einzigartiges an deinen Gedanken. Deine Gedanken gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Du verbindest dich nur mit ihnen,
weil du deinen Körper auf bestimmte Weise ausrichtest. Mal ist es Angst, mal Leidenschaft, mal Mut oder was auch immer du dann fühlst. Wenn du dich mit diesen Zuständen verbindest, dann bekommst du andere Gedanken. Worauf ich Menschen aufmerksam machen möchte, ist, dass sie lernen sollen, die Gedanken einfach als Wellen zu sehen. Und diese Wellen ziehen auch wieder vorüber. Lasst euch einfach mal darauf ein, euch entertainen zu lassen von euren Gedanken. Hey, ich habe auch verrückte Gedanken, aber worin ich gut geworden bin, ist, mich von ihnen entertainen zu lassen. Schau mal an, was für ein verrückter Gedanke. Das bin ich doch gar nicht. Das sind meine Gedanken. Das ist der Geist, nicht mein Geist. Es ist deine Identifikation mit dem Geist. Es ist nicht so, dass du der Geist bist. Worin ich mir wirklich sicher bin, ist, dass aus dir kein neuer, originaler Gedanke entspringt. Du sagst zwar, das sind deine Gedanken, aber das sind sie gar nicht. Du hast sie sozusagen geklaut. Sie sind schon immer da gewesen und wenn du das so siehst, dann ist es auch leichter, sie wieder loszulassen. Und deine Gedanken loszulassen, ist ein Weg, um dich von ihnen zu befreien. Und je mehr du das so trainierst und denk dran, das ist nichts anderes wie ein Muskel, desto besser wirst du da drin. Und wie durch ein Wunder, reagierst du dann ganz anders auf all den Shit, um den du dir vorher so viele Gedanken gemacht hast. Vielleicht warst du traurig, du warst gestresst, hast dir Sorgen gemacht und sag mal ganz ehrlich, um wie viele Sachen hast du dir schon Sorgen gemacht, die so nie eingetroffen sind? Und bei manchen Leuten, wenn ihr Leben gut ist, ja, dann müssen sie sich halt um andere Menschen Sorgen machen. Es ist wirklich nur ein Muster, eine Gewohnheit. Wenn du zum Beispiel wohlhabend sein möchtest, wahrer Reichtum, nicht nur Geld, sondern emotional reich, darum geht es. Denn worum geht es, wenn wir Geld machen wollen? Geld ist nur ein Fetzen Papier mit Gesichtern oder Bauwerken drauf. Aber danach streben die Leute doch nicht. Sie denken, Geld gibt ihnen Freiheit, Stabilität, Sicherheit oder Liebe. Aber es wird dir keine Liebe bringen, lass dir das gesagt sein. Es wird dir Sex bringen, ja, aber keine Liebe. Worum es dir also wirklich geht, uns allen, ist die Emotion, die sich dahinter verbirgt. Und was ich will ist, dass die Leute verstehen, dass wenn du eine neue Emotion haben möchtest, dann brauchst du eine neue Gewohnheit. Du lernst deinen Geist zu disziplinieren. Du lernst einfach, dass diese Gedanken in dir da sind. Aber du lässt sie einfach weiterfließen. Und fragst dich immer wieder, was kann ich jetzt daraus lernen? Wofür kann ich dankbar sein? Wenn du lernen kannst zu lieben oder zumindest die Dinge wertzuschätzen, die dich normalerweise total aufregen, wie viel Frieden, wie viel Freiheit würdest du dann haben? Und ich kenne Menschen, die haben Milliarden von Dollar. Ich habe sie gecoacht und sie leben trotzdem die ganze Zeit in Angst. Als ich einen gecoacht habe, war ich in seinem Haus und er schrie seine Frau an, weil sie etwas Geld für Outfits, irgendwelche Kleidung ausgegeben hat. Er war ein Multimilliardär. Er hätte sein ganzes Geld nicht mal in diesem Leben ausgeben können. Selbst wenn er wollte. Und er regte sich auch darüber auf, dass seine Tochter, die Mitte 20 war, auch etwas Geld ausgegeben hatte. Und danach habe ich ihn mir zur Seite genommen und ihm gesagt, warum machst du das? Wofür tust du das alles? Und er sagte nur, ja, weißt du, es geht ums Prinzip. Ich sagte, nein, die Hauptfrage ist doch, ob du diese Menschen liebst oder nicht. Und ob du willst, dass sie ein Leben in Wohlstand führen oder nicht. Du hast doch nichts verloren, aber du lebst so, als wärst du arm. Und damit habe ich ihn endlich erreicht. Das ist auch, warum ich sage, Geld verändert dich nicht. Geld kristallisiert nur noch mehr heraus, wer du bist. Also, wenn du dich selbst nochmal mit einer ganz neuen Tiefe kennenlernen willst und dich selbst von deinem Leid erlösen willst, dann ist es wichtig, dass du deine Gedankenmuster erkennst, deine Gedankenroutinen, denn dann kannst du sie verändern. Und jetzt kommt etwas Philosophisches, was jeder von euch mitnehmen sollte. Erfolg ist etwas, was du anziehst, wenn du eine anziehende Persönlichkeit wirst. Erfolg ist nicht, was du verfolgen kannst. Es ist, was du anziehst, weil du anziehend wirst. Du wirst attraktiv. Du wirst attraktiv für deinen Markt. Aber wie machst du das jetzt? Vielleicht hilft dir das, mal darüber nachzudenken, wie du deinen Marktwert steigern kannst. Das kann für dich genauso funktionieren, wie es für mich funktioniert hat. Schau mal,
Dein Einkommen wird hauptsächlich von deiner Einstellung bestimmt, nicht von der Wirtschaft. Als ich das verstanden hatte, wurde mir bewusst, ich muss an mir selber arbeiten, um wertvoller für den Markt zu werden. Also, wie ist deine persönliche Einstellung? Wie kannst du dich besser auf diese Zeit hier vorbereiten? Wie kannst du ein großer Fisch des 21. Jahrhunderts werden? Deine persönliche Einstellung ist wie ein Navigationsgerät. Es zeigt dir, welche Entscheidung du treffen sollst, was du tun sollst und was nicht, wo du abbiegen sollst und wo nicht. Und deine Einstellung hängt von deiner Vergangenheit ab. Welche Informationen du dort bekommen hast und was für Erfahrungen du gemacht hast. Auf dieser Basis treffen wir Entscheidungen. Vielleicht hättest du dir vor geraumer Zeit nicht mal Videos wie dieses hier angeschaut. Aber jetzt bist du hier. Irgendwas hat also dazu geführt, dass du deine Einstellung, deine Gedanken verändert hast. Hey, ich investiere jetzt Zeit in mich, schaue mir Videos an, gehe auf Seminare, investiere Geld und wenn ich nur eine gute Idee mit nach Hause nehme, dann ist es all das Geld und die Zeit wert. Und auf dieser neuen Grundlage sagst du dir jetzt, vielleicht werde ich mir täglich so welche Videos anschauen. Ich werde regelmäßig Seminare besuchen und mache Coachings, um meine Persönlichkeit voranzubringen, um wertvoller für den Markt zu werden. Weil ganz ehrlich, es braucht nicht mehr als ein paar Ideen, um einen großen Unterschied in deinen Finanzen, deinem persönlichen Leben, deinem sozialen Leben auszumachen. Jetzt hast du also verstanden, es ist wertvoll, seine Gedanken und Gefühle zu verändern und damit seine Ideen. Je mehr wir lernen, je mehr wir wissen, je mehr wir erfahren, umso besser können wir Entscheidungen treffen, umso besser können wir unser Navigationsgerät einstellen. Auf der einen Seite wägt es immer ab, was für Gefahren gibt es. Und auf der anderen Seite sieht es all die neuen Wege, die Möglichkeiten, das, was dich wachsen lässt. Man könnte sagen, das Spiel des Lebens sieht so aus: die Gefahren zu minimieren und die Möglichkeiten, das Potenzial zu maximieren. Und je erfahrener wir werden, durch diese Videos, durch Seminare, durch Bücher, durch Coachings, persönliche Erfahrung und so weiter, desto besser wird unser Navigationsgerät eingestellt. Leichter kann ich es wirklich nicht erklären. In einem Satz, wir werden kontrolliert durch das, was wir wissen. Also, wie kommen wir an mehr Wissen? Wie können wir mehr Dinge lernen, die uns zum Überdenken unserer Muster bringen? So dass wir die Gefahren minimieren können und das Potenzial voll ausreizen. Natürlich durch persönliche Erfahrung. Ein Weg, um zu schauen, wie es richtig geht, ist was? Zu schauen, wie es falsch geht. Auf gut Deutsch, du verkackst es und sagst dir, so werde ich es nie wieder machen. Und oftmals sind die Erfahrungen, die zunächst negativ erscheinen, die im Nachhinein positiven, weil sie uns wachsen lassen. Es gibt dieses Sprichwort, dass wenn du deinen ersten Herzinfarkt überlebt hast, dann wirst du lange leben. Warum ist das so? Weil der erste Herzinfarkt war so etwas wie ein Weckruf. Du wachst auf, der Doktor hat vielleicht noch gesagt, wenn so etwas nochmal passiert, dann war es das. Dann bist du tot. Und da gehst du los, du wachst auf und liest dir ein Buch nach dem anderen durch über gesunde Ernährung, wie ein Herzinfarkt überhaupt entsteht und wie du einen vermeiden kannst. Du fängst an zu joggen und all das, was dazugehört. Und das verändert dein ganzes Leben und führt dazu, dass du eine glückliche, gesunde Person wirst. Hier ist etwas, was mein Mentor zu mir gesagt hat. Und es ist einer der besten Ratschläge, die ich jemals bekommen habe. Er sagte, wenn du dich änderst, dann wird sich alles für dich ändern. Wenn du anfängst, dich persönlich zu verändern, dann wird sich dein Einkommen verändern, deine Gesundheit wird sich verändern, deine Zukunft wird sich verändern. Alles wird sich verändern, wenn du bereit bist, dich zu verändern. Und manchmal führen diese schweren Schicksalsschläge dazu, dass wir sagen, hey, das werde ich niemals wieder mit mir machen lassen. Und dann verändern wir uns. Das ist doch fantastisch, oder nicht? Es gibt natürlich auch noch eine andere Art und Weise zu lernen. Und zwar, indem du von den Erfahrungen anderer Menschen lernst. Egal, ob sie negativ oder positiv sind. Es ist irgendwie schade, dass es keine Seminare zum Thema Fehlschläge, Fehler, wie du es im Leben richtig verkackst gibt. Ich meine, die Leute würden dafür sicherlich nicht bezahlen und deswegen gibt es sie wahrscheinlich auch nicht.
Aber die Informationen, die wir dort erhalten würden, die wären doch sicherlich sehr wertvoll. Eben wie du es nicht machst. Wenn du jemanden kennst, der sein Leben für 40 Jahre richtig versaut hat, dann solltest du ihn fragen, hey, kann ich mal einen Tag mit dir verbringen? Ich bringe meinen Laptop mit und schreibe mir ein paar Sachen auf. Bring mir bei, wie du es in den letzten 40 Jahren wirklich versaut hast. Du kannst also auch von negativen Erfahrungen anderer lernen. Denn wenn jemand mir sagt, hey, die Eier da vorne, die sind verfault, dann werde ich sie sicherlich nicht nehmen und versuchen, mir daraus noch ein Omelett zu zaubern. Ich werde einfach diesen Rat befolgen. Mein Mentor brachte mir auch bei, hab immer ein Notizbuch dabei. Verlasse dich nicht auf dein Gedächtnis. Wenn du ein dynamisches Leben leben willst, dein Einkommen oder was auch immer verdreifachen, verdoppeln, vervierfachen, verfünffachen willst, dann sei ein guter Student. Wenn du eine gute Idee hast, dann schreib sie dir unbedingt auf. Dann denk darüber nach und vielleicht setzt du sie um. Deine Einstellung kommt also von dem, was du gelernt hast. Das, was du gelernt hast, bezeichnen wir als Wissen. Dein Wissen kommt meist von den Erfahrungen anderer Menschen. Wie kannst du das nun positiv umprogrammieren? Ich zeige dir jetzt, wie du am besten von anderen Menschen lernen kannst. Nummer 1. Lerne von dem, was du siehst. Sei aufmerksam und beobachte. Denn allein durch das bewusste Zusehen kannst du schon erahnen, warum Menschen erfolgreich sind. Erfolg hinterlässt Spuren. Genauso Misserfolg. Wenn du ein guter Beobachter wirst, von den Gewinnern und auch von den Verlierern, wenn du schaust, was machen Gewinner anders. Und dann schreibst du es dir auf und vielleicht machst du es dann genau so nach. Dann lernst du durch das Beobachten. Nummer 2. Lerne anhand von dem, was du hörst. Aber wichtig, selektiere, wem du zuhörst. Höre denen zu, die du wertschätzt, die Erfahrung gemacht haben, die tolle Ideen haben, die wirklich etwas mitzuteilen haben. Etwas, was dich berührt und dich weiterbringt. Nummer 3. Lese alle Bücher. Okay, es gibt Millionen von Büchern. Du schaffst es sicherlich nicht, alle zu lesen. Aber lese alle Bücher, die du brauchst, um dich so wertvoll wie möglich zu machen. Die dich so gesund machen wie möglich. Die dich so reich machen wie möglich. So produktiv wie möglich. So menschlich wie möglich. Lese diese Bücher. Wisst ihr, mein Mentor hat mich dazu gebracht, mir eine persönliche Bücherei einzurichten, als ich 25 Jahre alt war. Du wärst echt begeistert von meinen Büchern gewesen. Ich habe nicht mal alle Bücher gelesen, aber ich fühle mich schon intelligenter, wenn ich nur an den Büchern vorbeigehe. Kennst du das Gefühl? Wichtig ist natürlich, dir sie nicht nur zu kaufen, sondern sie auch zu lesen. Ganz klar. Und wichtig beim Lesen, wenn du liest, dann musst du Informationen filtern. Du pickst dir die Sachen raus, die sich lohnen, ausprobiert zu werden. Das ist der Prozess des Lernens. Du holst die Informationen und sortierst sie aus. Also, lese Bücher. Und bitte sei nicht faul. Scheu dich nicht, dich an die Arbeit zu machen und etwas zu tun. Beobachte, mach die Notizen, höre zu, mach die Notizen und lies die Bücher und lerne. Unser Leben wird im großen Maße von dem gesteuert, was wir gelernt haben und was wir jetzt als Wissen bezeichnen. Und genauso können wir auch wieder etwas Neues lernen. Du bist auf einem Business-Event von Tony Robbins. Tausende von Menschen haben ihren Block und Stift parat und lauschen den Worten des 2,1 Meter großen Coaches. Es waren schon viele zahlreiche Weisheiten mit dabei, die dein Business auf das nächste Level bringen können. Aber du bist noch nicht zufrieden. Du willst mehr als alle anderen. Du willst wissen, woran Tony Robbins, ein Mann mit zig erfolgreichen Unternehmen, glaubt, was ihn antreibt und was sein wichtigster Tipp ist, wenn es um Führung geht, um Leadership. Das Mikrofon wandert zu dir und du fragst ihn höchstpersönlich. Und hier kommt seine Antwort. Mein Nummer 1 Glaube, wenn es um Leadership geht, ist, dass du als Chef, als Chefin ein Diener bist, eine Dienerin. Und das meine ich damit.
Schau mal, das Wort Held bedeutet nicht dieses typische Bild von einem Mann wie ich oder du jetzt vielleicht oder einer Frau. Ich meine, frag dich mal, willst du der Beste sein? Das Beste kreieren, das Beste teilen, das Beste aus deinem Leben machen. Passt das zu dir? Irgendwie schon, oder? Denn du bist wahrscheinlich aus genau diesen Gründen ein Selbstständiger oder Unternehmer geworden. Also könntest du das als Metapher für dein Leben benutzen? Falls ja, dann pass auf. Alle von uns wollen irgendwie so etwas sein wie ein Held, eine Heldin. Aber das Wort Held bedeutet ursprünglich, wenn man die lateinische Wortherkunft betrachtet, Servo. Und Servo bedeutet Servant, also auf Deutsch Diener. Es bedeutet in Wirklichkeit Sklave. Ein Held wird zu dem ultimativen Diener einer Sache, die größer ist als er selbst. Die Person, die glaubt, führen zu können, aufgrund von Nachfrage oder Positionierung, wird nur für eine kurze Dauer führen. Das ist, woran ich glaube. Dass die Person, die viel dient, also wenn du eine Gruppe von Menschen finden kannst und ihnen wirklich hilfst, dass sie durch dich erfahren können, was sie wirklich brauchen und das auf einem ganz anderen Level, dann kannst du als Person, die dient, alles schaffen. Wirklich alles. Es funktioniert vielleicht nicht auf Anhieb, aber mit Hilfe dieser Person kannst du es schaffen. Weil es geht in Wirklichkeit um die Bedürfnisse, die wir befriedigen wollen, und zwar immer. Wir sind nicht hinter diesem Sportwagen her, nach der 1 Milliarde Dollar. Wenn du die hast, dann glaub mir, ich habe Klienten, die so sind, dann ist das nicht das Ende. Danach willst du die 2 Milliarden. Oder wenn du denkst, heiraten ist das ultimative Ziel, und dann bist du verheiratet und merkst, hey, das ist irgendwie auch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt immer noch Bedürfnisse, die dann befriedigt werden wollen. Und die ultimativen Bedürfnisse sind Wachstum und Geben. Denn nur so kannst du dich richtig gut fühlen, dich aus dir selbst heraus mit Energie versorgen. Also mein Kernglaube ist, dass ich dienen muss, als Leader, als Visionär, als Anführer. Und wenn ich dienen kann, dann kann ich auch führen, weil ich weiß, was die anderen brauchen. Ich glaube, das Motiv ist wichtig beim Führen, weil wenn ich einfach nur will, dass meine Mitarbeiter etwas tun sollen, was ich will, dann kann ich viel Energie aufwenden, um herauszufinden, wie ich das machen kann. Ich kann Strategien entwickeln, darüber nachdenken, in mich hineinfühlen. Aber wenn ich weiß, was sie brauchen, dann ist das was ganz anderes. Genauso bei deinen Kunden. Und ich glaube, dass sowieso alles einem höheren Zweck dient. Selbst wenn das gar nicht meine Absicht ist. Ich kann das nicht verhindern. Wenn die Biene loszieht, um sich den Nektar zu holen aus der Blume, den sie ja will, also ihrer in Anführungsstrichen selbstsüchtigen Mission nachgeht, sie will ja nur ihr Ziel erreichen, dann glaube ich, dass dahinter eine höhere Macht steckt, die alles führt. Und wenn die Biene dann bei der Blume ist, dann hat sie gar keine Absicht, irgendetwas zu geben. Sie will nur den Nektar, aber automatisch bleiben Pollen an ihren Füßen kleben und sie zieht weiter und bestäubt die anderen Blumen. Bei ihrer Mission, sich das zu holen, was sie will. So entstehen dann Blumen. Sie dient also, obwohl sie das gar nicht wollte. Ich glaube wirklich fest daran, dass alles miteinander verbunden ist. Selbst wenn deine Absicht ist, nur dir selbst zu dienen, dann kannst du nicht vermeiden, auch anderen zu dienen. Und irgendwie bekommst du das auch mit, dass deine Handlungen auch Auswirkungen auf andere haben. Wenn deine Absicht und dein Motiv ist, dir selbst zu dienen und aber auch etwas oder jemand anderen und sei es nur deinen Kindern, dann glaube ich, bekommst du einen Einblick, einen Erkenntnisgrad, der auf einem ganz anderen Level ist, weil du denen dienst, die wiederum dem Leben dienen. Also in 2 Sätzen, es geht nicht nur um mich, es geht um mich und meine Familie. Und wenn du versuchst, einer Gemeinschaft zu dienen, dann glaube ich, bekommst du nochmal einen anderen Erkenntnisgrad, als wenn du nur deiner Familie dienst. Wenn du versuchst, der Menschheit zu dienen, dann bekommst du nochmal einen ganz anderen Erkenntnisgrad über alles. Und das macht mich jetzt echt emotional, weil genau deswegen mache ich das, was ich mache. Also, wenn jemand aufsteht und ein Führer, eine Führungskraft sein will, ein Boss, ein Chef, eine Chefin, dann geht es nicht um Business und alles andere. Es geht darum, zu dienen,
deiner Mission zu dienen, anderen Menschen zu dienen. Also benutze ich zum Beispiel raue oder kreative Sprache, Humor, ich mache mich lustig über mich selber, ich fordere heraus, ich mache alles, um der Menschheit zu dienen. Das ist, warum ich hier bin. Ich muss das hier nicht mehr machen, aber ich liebe es, Menschen frei und lebendig zu sehen. Und wenn das dein Motiv ist, dann ist es egal, wie andere das aufnehmen. Leute, die dich nicht kennen. Wenn Menschen eine lange Zeit um dich herum verbringen, dann werden sie dich kennenlernen und du kannst gar nicht verstecken, was dein richtiges Motiv ist. Sie werden es sehen und fühlen. Dein Motiv macht wirklich einen großen Unterschied. Also warum du das tust, was du tust. Ich meine, wenn du ein Unternehmen führst, dann wird dir auch gedient. Du kannst ja nicht nur dienen und nichts annehmen, kein Geld machen und dann sind alle anderen glücklich, aber du nicht. Du musst lernen, eine gewisse Balance da reinzubringen. Aber das ist mein Glaube. Der Glaube, der mir Kraft gibt. So viel Kraft, dass die Zeit für mich gar nicht existiert, weil ich nicht versuche, krampfhaft irgendwo anzukommen. Mir geht es um die größere Mission. Also, diene. Diene. Wenn du erfolgreich bist, aber nicht erfüllt, dann ist das der ultimative Fehler. Du bist beruflich erfolgreich, aber privat quälen dich verschiedene Ängste, Kindheitstraumata, immer wiederkehrende schmerzliche Erfahrungen in der Familie, im Freundeskreis, in Beziehungen. Und das hat natürlich auch irgendwie eine Auswirkung auf dein Business. Vielleicht hast du deine anfängliche Motivation und deinen Biss verloren. Das alles ist ein Zeichen von fehlender emotionaler Kompetenz. Denn im Privatleben ist die Währung nicht Euro oder Dollar, es sind Emotionen. Bewirb dich gerne auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Wir bringen dir bei, emotional intelligent zu handeln. Mithilfe der wohl mächtigsten und schnellsten Freiheitstechnik, die es gibt. Wir freuen uns auf dich. Du hast es verdient, privat genauso erfolgreich zu sein wie im Business. Dein Matthias, dein Next. Du bist unbesiegbar.